Also, hallo Jost. Ja. Ich freue mich sehr, hallo Felix, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Du hast echt eine steile Karriere hingelegt. Bist jetzt mittlerweile der bekannteste deutsche Kameramann. Ja, naja, gut. Nachdem Michael Ballhaus uns verlassen hat, bleibt ja nur noch einer übrig. Genau, hast mit Das Boot die Kameratechnik schon auch mit revolutioniert. Ja. Mit der Handkamera, mit Kreisestabilisatoren, um mal unter anderem ein paar Produktionen noch aufzuzählen. Hollow Man stammt von dir. Du hast ganz viel mit Paul Verhoeven gedreht, mit Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Ja. Dann. Robocop, das war mit, ging's los mit. Ne? Und, Showgirls natürlich, muss man auch immer wieder sagen. Ne? Das ist ein etwas verrufener Film, der mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht hat und den ich eigentlich auch vom Filmischen her sehr mag. Also das ist manche dieser Filme werden ja dann irgendwann Kultfilme hinterher. Werden erst die Leute alle, wenn sie auf ein Kino kommen, sind die Hand vorher sagen, oh Gott, hoffentlich sieht mich kein Nachbar hier. Ja, wie kam es denn dazu? Also hast du Elektrotechnik studiert? Ich habe ein bisschen, nein. Also ich bin in Dortmund, zumindest nach dem Krieg aufgewachsen, auch bis zum mein Abitur gemacht, bin dann nach München gegangen, weil zu der Zeit, also ich bei mir bin einer von den glücklichen Menschen, die ein ganz klares Berufsziel hatten, immer schon. Nicht? Also entweder Fotografie, aber eigentlich wäre es schön, wenn sich es auch noch bewegen würde. Nicht? Also mit dem Kameramann, das war eigentlich vorbestimmt und in der Zeit war München noch so das Zentrum und da geht man halt hin, ganz naiv aus Dortmund und sagt, ich will jetzt Kameramann werden. Zu der Zeit gab es noch keine es gab keine Hochschulen oder Akademien in Deutschland. Also man hätte nach Moskau gehen können oder nach Paris, aber es ist dann sprachlich immer ein Problem. Und das Übliche war halt natürlich, sagen, okay, man geht halt in ein Team als zum Kaffee holen und dann irgendwie so klettert man die Leiter hoch. Und ich kam halt nach München und dachte, naja, ich mach mal das jetzt. Und ich rufe, man kennt ja natürlich die Namen von berühmten Kameraleuten. Und da ruft man halt dann an, sonntags vormittags um 11, das soll also angeblich eine gute Zeit sein, wo man niemanden stört. Das ist so wie bei uns jetzt hier. War das sehr naiv, habe gesagt, ja, ich bin mit Jungs und ich will kommen und so und würde gerne und so. Ne? Und dann kam immer die Antwort, ja, junger Mann, was haben Sie denn schon so gemacht? Sag ich, naja, so richtig eigentlich noch nicht, ich will es ja lernen, deswegen würde ich ja gerne zu Ihnen kommen. Ja, so einfach ist das ja nicht. Dann schauen Sie mal, dass Sie mal ein paar Filme machen, dann können Sie sich ja mal bald nochmal wieder bei mir melden. Und das war natürlich, und dann merkte ich auch in dieser Zeit, in den Kamerateams, da waren immer bekannte Namen. Das waren aber Namen von Schauspielern oder großen Produzenten oder irgend sowas. Bis ich dann merkte, aha, das sind immer die Söhne oder Enkel oder Nichten oder Neffen. Na, Nichten gab es ja den Beruf ja noch nicht. Also wenn man also in diesen Beruf hinein will, ohne irgendjemanden zu kennen, das war so ziemlich aussichtslos eigentlich. Ne? Dann habe ich halt erstmal angefangen, ein bisschen Elektrotechnik, Hochfrequenztechnik zu studieren, weil ich mir dachte, irgendwas musst du ja machen. Bis ich dann halt irgendwann dann den Zugang eben doch gefunden hatte in diesen Beruf. Ne? Wer war das denn für dich? Wen hattest du damals angerufen? Ja, also, ach ja, ich weiß es nicht. Also, sagt so die alten Herren in Kalinke und ich weiß nicht, den Helmut Eschle, den haben viele. Ich habe das nur von Michael Ballhaus gehört. Der hat auch bei Helmut Eschle angerufen und hat gefragt, kann ich denn bei Ihnen? Und er hat auch gesagt, dann machen Sie erstmal was oder können Sie sich ja mal wieder melden. So, aber nein, es ist einfach, es war natürlich eine gewisse Naivität, dass man also in diesen Beruf damals am besten irgendwie hineingeboren wird. Und nicht, das ist so mit den amerikanischen Gewerkschaften, da guckt man auch nur rein, wenn der Großvater schon drin war, der Vater und der Onkel. Ne? Also, ja, so. Aber das ist heute immer noch so? Ob heute noch, kann ich jetzt nicht so ganz sagen, aber im Prinzip ist es immer so gewesen. Ne? Naja, und dann habe ich halt irgendwann, dann hatte ich mal gedacht, ja, was macht man denn jetzt, wenn man so, also ich wollte ja noch nicht Ingenieur werden, das war eigentlich nur so ein Parkstudium irgendwie, was mache ich denn inzwischen? Und dann haben wir natürlich auch gedacht, naja, wenn du mal ein berühmter Kameramann werden solltest, dann hast du ja doch mit Schauspielern viel zu tun. Nicht? Und das wird doch vielleicht ganz interessant, wenn man mal so ein bisschen mal guckt, wie so Schauspieler eigentlich arbeiten und wie die sowas. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe einfach jetzt mal als Gast in eine Schauspielschule und schau mal so ein bisschen.
Und da habe ich halt so ein bisschen geschaut und da saß noch einer, der auch nur so ein bisschen schaute, der auch nicht Schauspieler werden wollte, der wollte Regisseur werden. Und genau wie ich dachte auch, naja, da gucke ich mal mit den Schauspielern, mit denen ich später mal zu tun habe, wie die das so machen. Das war der Peter Schamoni, das war zu der Zeit. Ne? Und da haben wir uns halt angefreundet und dann ergab sich halt so eine Möglichkeit, damals, da gab es immer die Weltjugendfestspiele, hieß das immer, das war also immer in den kommunistischen Metropolen, da gab es dann ein großes Jugendtreffen jedes Jahr oder in irgendwo anders. Und in diesem Jahr fand das in Moskau statt. Und dann kam mir auf die Idee, Menschenskinder, das wäre natürlich toll, wenn man da irgendwas drehen könnte. So, darf man natürlich, ist ja klar, nicht? Und der Peter, der kannte halt einige Exilrussen in München, da gab es ja einige davon. Und die sagt, ja, wenn ihr das schafft, dann müsst ihr dahin und dorthin und so. Und dann war es ja spannend. Und dann haben wir uns halt da angemeldet und haben gesagt, ja, wir sind also hier Studenten aus München und es ist doch irgendwie so schade, dass zu diesen wunderbaren Weltjugendfestspielen nur so wenige hin können und so. Und wir würden doch da gerne für unsere Kommilitonen einen kleinen Film, einen kleinen Dokumentarfilm drehen, um denen hier zu zeigen, wie toll das dort alles gewesen ist. Ja, auf der Basis fuhren wir dann halt nach Moskau, also nach Moskau mit einer Federwerk Polex. So, ne? Sich irgendwo eine organisieren konnte. Und ja, das war eigentlich das so mein erster Film. Und da haben wir halt dann da so die Massenaufmärsche gedreht und wir hatten ja mal einen sogenannten Dolmetscher bei uns, der aufpasste, was wir da drehen. Und das will ja nicht. Und auch in dem Massengewühl sind wir zweimal dem entwischt und haben halt dann so ein bisschen so in armen Leutesiedlungen, also Slums wäre jetzt zu viel gesagt, aber so ein bisschen von dem russischen Leben dann eigentlich dort auch gedreht, was mit diesem Weltjugendfestspiel eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte. Also, und dann, abends hat man natürlich dann den Dolmetscher wiedergefunden und wir haben gesagt, oh Gott, wir konnten ja überhaupt nichts machen ohne dich, das war ganz schrecklich. Und für den war das maßlos peinlich, denn sein Auftrag war natürlich eben uns nicht zu verlieren, sondern immer aufzupassen, was wir machen. Und so entstand dann halt also ein kleiner Film. Moskau 57, das war so 1957, das ist schon relativ lange her. Was ist das jetzt? 60 Jahre, also so weit liegt also der Anfang meines Berufslebens ja, auch jetzt schon wieder zurück. Ne? Und, ja, und dann irgendwie kam wir dann, also musste man ja natürlich, irgendwas mussten wir da auch kein Geld haben als Studenten. Ne? Und dann kannten wir einen Märchenfilmproduzenten, den Schonger, der hatte am Inning am Ammersee so ein kleines Studio irgendwie, wo er so damals so Märchenfilme, so kleine, produzierte und sowas. Und der hat uns dann, ich weiß nicht, 5 Rollen Film oder sowas spendiert, hat gesagt, naja, der hat nicht damit gerechnet, dass wir lebend zurückkommen, zumindest, dass wir in Sibirien dann irgendwo bleiben. Aber wir kamen halt zurück und siehe da, auf dem Film war ja sogar was drauf und er war ganz erstaunt und dann sagte er, naja, kriegte ich bei ihm so ein paar kleine Aufträge. Das war so der Anfang von der Werbefilmerei eigentlich. Und da hat er so kleine Werbespots gemacht in seinem Studio, so ganz, ganz simpel irgendwie. Damit fing das dann an und dann lernt man halt ein paar Leute kennen und wieder und einer empfiehlt den anderen und ja, und dann irgendwann ist man plötzlich ein Kameramann oder Kameramensch. Also in dem Fall ist es ein Mann, aber sonst mag ich diesen Begriff Kameramann nicht so sehr, weil wir heutzutage auch ganz tolle Frauen an der Kamera haben. Ne? Und ich muss auch immer sagen, ja, Kameramann, Kamerafrau, das ist irgendwie auch doof. Kameraleute im Plural, Leute, klingt auch nicht so richtig toll, dass es die großen Künstler sind. Also Kameramensch heißt es irgendwie, es geht immer um diesen Begriff Kameramensch. Genauso wie man sagt, ja, wer hat denn da die Kamera gemacht in einem Film? Da müsste man eigentlich immer sagen, na, entweder Arri oder Panavision oder ich weiß nicht, wer da die Kamera gemacht hat, aber die Kamera machen ist eigentlich kein guter Begriff für einen künstlerischen Beruf. Nicht? Man sagt, ich bin eigentlich Künstler und ich bin Bildermacher und ich bin visueller Geschichtenerzähler oder wie immer man das sowas sehen will oder bezeichnen will. Aber Kamera, wenn immer steht Kamera sowieso, sagt er, schreibt doch in Kamera Ariflex, das ist ein Titel. Nicht? Also da hört es eigentlich hin. Nicht? Und gut, manchmal nennt man das ja auch Bildgestalter. Ja, das stammt eigentlich von mir, das habe ich eingeführt, weil ich bin ja irgendwie so auf dieser Urheberschiene schon sehr, sehr, sehr lange drauf. Nicht? Und man sagte, meine Güte, man muss halt einfach diesen Beruf mal ein bisschen aus dem technischen Umfeld lösen. Das ist ja ganz entscheidend, was macht er denn? Ja, er bedient eine mehr oder weniger komplizierte Kamera und
mehr oder weniger kompliziertes im Labor und ich weiß nicht was, aber eigentlich ist das nicht der Beruf. Nicht? Also es gibt auch Kameraleute, die sagen, Technik weiß ich nichts von, habe ich keine Ahnung von, das sollen meine Assistenten alles machen. Ne? Gibt es auch sagen. Also ich bin zum Bildermachen da und jetzt im Moment klingelt es leider, jetzt müssen wir das, ich fange gleich damit nochmal wieder an. Alles klar, gut. Warte mal, ich muss das. Geh mal ruhig dran. Nee, ich gehe nicht dran, das ist nämlich das Telefon für meine Frau, das ist jetzt ganz blöd. Tja, kann auch passieren. Hallo. Live. Du, ich mache gerade hier ein Interview, die dann heute nicht da. Tschüss. Warten wir mal gleich wieder. Ja. Ich muss einfach nochmal gleich wieder. Das kann nur, ich kann es leider auch nicht abstellen. Alles gut. Doch, ich kann es abstellen. Warte. Ja, wo wir es gerade unterbrochen haben. Ich ziehe einfach den Stecker raus. Knallhart. Ich lasse es einfach durchlaufen. Oh ja, lass einfach durchlaufen. Das passt. Das ist alles ganz natürlich. Ganz so, okay. Also jetzt bin ich wieder da. Das Telefon kann man zum Beispiel dadurch, dass man den Stecker von der Anlage rauszieht, stilllegen. Ja, Tipp für den Nachwuchs, wenn das Telefon beim Interview nicht immer klingeln soll. So. Ja, wo war ich denn jetzt gerade? Dann machen wir ganz kurz noch die Tür zu. Weil dann höre ich auch schon wieder den Krankenwagen. Ah, ja, genau. So. So, jetzt sagen wir noch mal ganz schnell, wo ich gerade eben war. Nochmal wieder. Das mit dem Bildgestalter oder Kamera? Ja, genau. Also mit diesem Beruf, das ist eben doch entscheidend, was ist eigentlich dieser Beruf? Und das ist auch in Amerika ganz interessant. In Amerika, da gibt es also immer above the line und below the line. Above the line, das ist Regie, das ist der Autor, das sind die Hauptdarsteller, das ist alles, was mit Kunst zu tun hat. Und below the line, das ist alles, was mit Technik zu tun hat. Mhm. So, und leider in Amerika ist Kamera auch below the line angesiedelt. So, das ist also, das ist so ein Dilemma mit diesem Beruf. Wie gesagt, der deutsche Begriff Kameramann, der sagt nun überhaupt nichts. Das ist ja noch schwieriger. Ne? Denn wer ist denn hier alles Kameramann? Also Kameramann, Berufsbezeichnung, ganz offiziell, ist jeder, der mit diesem Gerät irgendwas zu tun hat. Also Kameramann ist einer zum Beispiel von den 25 Schwenkern oder was bei einer Fußballübertragung, der an einer Kamera sitzt und Kopfhörer auf hat und immer gesagt kriegt, was er jetzt jeweils zu machen hat. Denn sonst würden ja alle immer das Gleiche machen, wenn sie sagen, da ist es gerade spannend. Aber also, wie ist es jetzt bei Director of Photography? Director of Photography, das ist ein Begriff, den es im Deutschen natürlich nicht gibt. Ja. Also wenn man das jetzt übersetzen will, dann ist es der Bildregisseur. Also der Director ist der Regisseur und der Director of Photography ist also der fotografische Regisseur, der Bildregisseur. Leider ist diese Bezeichnung in Deutschland nicht richtig zu benutzen, weil es bei den Rundfunkanstalten, und es gibt noch ein ganzes, da gibt es ja noch Kamerateams, die natürlich zu Hunderten oder irgendwas, da gibt es eben auch einen, da gibt es also irgendeinen, der nennt sich also Chefkameramann oder ich weiß nicht was, oder auch Bildregisseur, ganz, das ist aber ein ganz, was ganz anderes. Der Bildregisseur ist sozusagen eigentlich ein Cutter, ein Editor. Ja. Das ist der jetzt sitzt in der Zentrale, ich bleib beim Fußball, und der jetzt immer sagt, jetzt Kamera 1, Kamera 5, Kamera 3, Kamera 5. Du gehst gerade auf die Großaufnahme, schau, dass du den Ball erwischt am Tor, bleibst du am Tor, jawohl, jetzt Kamera 7 und so. Also das ist sogenannter Bildregisseur. Und dieser Begriff ist eben eingebürgert beim Fernsehen schon ganz frühzeitig. Also den kann man nicht so richtig benutzen, wenn man sagt, Bildregie ist eigentlich das, wenn ich sage, Director of Photography übersetzt. Geht aber nicht so richtig. Ne? Also ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Und ich habe halt immer gesagt, okay, was mache ich? Ich mache eigentlich Bildgestaltung. Ich gestalte Bilder und erzähle eine Geschichte über die Bilder. Und der Regisseur erzählt die Geschichte über die Inszenierung mit den Schauspielern. So ist das eine ganz grobe Aufteilung. Ja. Wie bist du denn zu deinem ersten großen Blockbuster gekommen? Also das Boot ist ja Das ist ganz schwierig. Also wenn ich jetzt so zurückgucke,
da kann man sagen, natürlich wie in jeder jedem Beruf, der in einer Karriere irgendwie endet, in einem Höhepunkt oder sowas, kann man natürlich sagen, ja vorher, das war halt alles so, da ist man die Leiter hochgeklettert. Das stimmt eigentlich auch nicht, denn ich habe also viele Jahre eigentlich sowas, alle großen Fernsehspiele, alle großen Fernsehfilme, die es so in etwa gab, habe ich eigentlich fotografiert, ganz viele, mit berühmten, tollen Regisseuren. Das war ja, es sind ja im Fernsehbereich sehr viele Regisseure groß geworden, die dann hinterher natürlich auch groß waren. Also Wolfgang Petersen zum Beispiel, nicht? Der hat ja bis zum Boot eigentlich überhaupt keinen Kinofilm gemacht. Der hat nur Fernsehen gemacht. Aber Fernsehen zu der Zeit, muss man sagen, das waren Filme, die wurden wie richtige Filme auch gedreht. Also als ein Beispiel, alles auf 35 mm gedreht, 60 mm kam erst später, 35 und dann ein normales, so 90 Minuten Fernsehfilm, Fernsehspiel, da hatten wir immer so 30, 35 Drehtage. Heute hat man vielleicht 19 oder 18 oder 20 oder wenn es ganz hoch kommt, mal 21 oder 22 Drehtage. Also damals ist das eigentlich etwas, da hat man also richtig auch das Kinofilm machen beim Fernsehen eigentlich gelernt und auch ausgeübt. Also das war eine tolle Zeit. Und natürlich ein Kameramensch, noch damals in den 60er Jahren, wenn man das mal so guckt, oder 70er Jahren, Fernsehen, das war halt immer die kleine Mattscheibe. Naja, und wenn man also natürlich Bilder macht, möchte man sich nicht dauernd auf die kleine Mattscheibe begrenzen lassen, sondern möchte eigentlich schön die große Leinwand. Ja, wunderbar. Das wollen alle. Das wollen ja alle. Nicht? So, und bei mir war das natürlich auch so. Ich machte tolle Filme mit tollen Regisseuren. Deswegen kann ich auch heute eigentlich sagen, viele Filme, die ich früher fürs Fernsehen gemacht habe, waren die interessanteren und die besseren Stoffe und waren vielleicht auch filmisch ebenbürtig dem, was man heute im Kino macht. Aber die Situation war bei mir ein bisschen anders. Fernsehen, das sind also die Rundfunkanstalten und die haben ihr Budget. Die wissen also heute schon, in 5 Jahren haben wir so und so viele Milliarden zur Verfügung und machen langfristig ihre Pläne und haben langfristig ja natürlich auch Produktionspläne. Also ich war da sehr gefragt in der Zeit und bei mir war es immer so, dass ich eigentlich immer auf gute zwei Jahre ziemlich ausgebucht war. Aber das sind natürlich alles die Produktionen, die langfristig planen können. So, natürlich habe ich immer gedacht, meine Güte, wie schön wäre es denn mal einen richtigen Kinofilm und toll. Und es gab auch eine ganze Reihe von Angeboten für einen Kinofilm. Und da kam Henri, klingelt also das Telefon und sagte, Mensch, jo, wir haben ein tolles Projekt und so. Aha, ja, erzähl mal, was ist denn dies und so und so. Und wer ist denn der Regisseur? Ja, tolle Leute, wunderbar. Wann soll denn das sein? Im Mai. Ja, Moment, meinst du jetzt nächstes oder übernächstes Jahr? Nein, jetzt gleich in 14 Tagen am liebsten oder so. Und ich sage, ja, da kann ich doch nicht. Da habe ich doch ich bin ja eigentlich immer ausgebucht langfristig. Und dadurch hat es lange gedauert, bis ich eigentlich dazu kam, sagen, ich will aber Filme machen für die große Leinwand, große Bilder. Und das ist ja wie in jedem Museum oder in jeder Ausstellung oder selbst nur Fotoausstellungen sind, Fotografieausstellungen sind. Die ganz großen Bilder sind immer die eindrucksvollsten. Auch selbst für mich. Ich schaue so ein kleines Bildchen und gehe nah dran und gucke und sage, naja, es sieht ja toll aus, auch wenn das so riesig groß ist. So, ne? Dann, aber das ist ja wirklich spannend zu wissen. Das ist ja Segen und Fluch zugleich. Du warst gebucht. Ich war immer gebucht. Ich habe gut verdient. Ich habe mit tollen Regisseuren gearbeitet. Ich habe tolle Stoffe verfilmt auch. Ne? Also das war wirklich, also ich schaue gerne darauf zurück. Also ich weiß nicht, sowas wie die Deutschstunde von Lenz zum Beispiel, war ganz toll. Also einer meiner liebsten Filme nach wie vor, es war eigentlich ein Fernsehfilm. Das war halt, ne? Aber wie gesagt, ein Vierteljahr lang dran gedreht, 35 mm, alles mit großem Aufwand, also so richtig, wie man eigentlich Filme macht. Und dann kam es eben bei mir, das war immer ganz schwierig. Und dann irgendwann rief ein bekannter Produzent an, Mensch, Jost, du kannst uns nicht helfen. Was ist denn? Wir haben ein großes Problem. Wir drehen hier in Köln mit dem Kollegen von dir und
der ist, ja, du, der ist leider im Krankenhaus, das ist ganz schwierig und so, wir sind mittendrin. Du bist doch jetzt gerade, hast du gerade den einen Film fertig gemacht, sag ich, ja, ich hätte im Moment noch, jetzt der nächste Film erst über den nächsten Monat wieder an. So, ach Mensch, hilf uns doch, komm schnell her. Na, okay, ich, okay, prima. Es war Volker Schlöndorff, der da drehte. Und Volker Schlöndorff war ja einer der Regisseure, der mir auch so auf meiner Wunschliste auch stand. Und ich dachte, Mann, mit dem würde ich doch gerne mal. Ne? Also, naja, schnell nach Köln und über Nacht im Zug und gleich morgens sollte es gleich losgehen, sagte er, ja, also Jod, pass auf, wir sind alle in dem Hotel sowieso und das sind, wir haben das Produktionsbüro einmal in der zweiten Etage. Wenn du ankommst mit dem Zug morgen, komm direkt dahin, wir organisieren mit Hotel und allem, komm doch gleich direkt dahin. So, okay, ich komme also direkt dahin, ins Hotel rein, auf der Treppe hoch, ja, in der zweiten Etage, das ist das Produktionsbüro. Und die Treppe führte am Frühstücksraum vorbei. So. Und ich gucke nur so ganz deutlich und sehe da einen lieben Kollegen von mir. Ich sage jetzt keinen Namen. Einen lieben Kollegen von mir, der da sitzt. Und da sage ich, Mensch, hallo Dietrich, wie geht's dir denn? Und er sagt, ja Jost, was machst du denn hier? Ja, Moment. Sag mal, wie geht's dir denn? Ja, wieso, was ist denn? Ja, sag mal, du bist doch gerade im Krankenhaus. Und was, das war der Kollege, der den Film gedreht, angefangen hatte zu drehen. Und er sagt, ja, wieso, was ist denn ein Krankenhaus? Keine Ahnung. Da merkte ich natürlich, erst hoppla. Die haben mich natürlich nur geködert damit, dass der Kollege im Krankenhaus ist. Ich muss den Film übernehmen. Der Hintergrund war natürlich ein ganz anderes. Der konnte nicht gut mit Volker Schlöndorff. Und Schlöndorff ist nun einer der Regisseure. Also für mich ist ein Regisseur derjenige, der vor der Kamera etwas inszeniert und es ist dann meine Aufgabe, das zu fotografieren. Schlöndorff arbeitet ganz anders. Schlöndorff sieht irgendwie ein Bild und fängt jetzt an, seine Schauspieler in das Bild reinzustellen. So was dann, naja, was ist. Und das hat natürlich nicht funktioniert mit meinem Kollegen. Und ich stand jetzt plötzlich und sage, na Mensch, bitte, nein, also, Entschuldigung, ich fahre sofort wieder nach München. Ich nehme dir ja hier nicht deinen Film mit. Ich ahnte ja gar nicht, was hier los ist. Aber der war natürlich auch stocksauer, sagt, um Gottes Willen, bloß, bleib bloß hier, du, ich mit diesen Scheißleuten, ich habe keine Lust mehr, ich will hier weg und mach das doch, wenn du willst, mach das doch einfach. Naja, okay, so kam ich dann dazu, mit Volker Schlöndorff, dann die verlorene Ehre der Katharina Blum zu drehen. Also die hatten vorher, glaube ich, eine Woche schon gedreht oder sowas und das hat halt mit den, zwischen den beiden überhaupt nicht funktioniert. Und mit mir funktionierte es dann natürlich auch nicht so richtig gut, weil ich auch nicht einer von den Kameraleuten bin, der sich gerne sagen lässt, wo ich die Kamera hinstellen soll und was für ein Objektiv ich reintun soll. Also das ist so, wie gesagt, das ist eigentlich immer meine Aufgabe, mir da irgendwas einfallen zu lassen. Aber ja, nur nochmal wechseln, das ging auch nicht und die Produktion musste ja weiterlaufen und das war also, naja, okay. Also irgendwie haben wir uns dann aufeinander eingestellt. Und es lief dann auch relativ gut. Also Schlöndorff merkte dann, also naja, also mit diesen komischen Kameraleuten muss man vielleicht doch anders umgehen, als ich das so gewohnt war früher. Und so entstand dann ein eigentlich doch sehr schöner Film, auch sehr erfolgreicher Film. Und das war aber ein Kinofilm. Das war nun ein Kinofilm. Das ergab sich eben gerade so. Und da habe ich gesagt, Menschenskinder, also jetzt, es muss ich irgendwie in meiner Karriere was umswitchen, das geht so nicht weiter. Ich mache jetzt, und ich bin also ein gar nicht irgendwie religiöser Mensch, aber ich habe einen Schwur getan und gesagt, so, ab jetzt, ich nehme kein Fernsehen mehr an. Ja, so, okay. Wunderbar. Na ja. Und dachte, jetzt kommen die Kinofilme alle, da haben mich ja noch viele Leute angerufen, es ist wunderbar, jetzt kann ich endlich das machen, was ich machen möchte. Funktioniert aber auch nicht richtig, denn all die Leute, die einen Kinofilm machten, und die dachten, und die mich vielleicht irgendwie auf der Liste stehen hatten, ja, mit dem Los, das wäre vielleicht ganz schön. Aber den brauchen wir ja gar nicht anzurufen, der kann ja nie, der ist ja immer mit seinen Fernsehdingern schon über Jahre hinaus festgelegt. So. Also erstmal saß ich ein Dreivierteljahr rum irgendwie und zwischen dann die Fernsehen habe ich nicht mehr angenommen, aber die liefen natürlich noch aus, das war so ein längerfristiger Übergang. Aber das war irgendwie, das war das. Eine so eine Entscheidung, was ich sagen muss, in meinem Leben, wo ich gesagt habe, obwohl ich tolle Filme gemacht habe, im Fernsehen, fürs Fernsehen, tolle Regisseure, tolle Stoffe, wunderbar alles. Und die Leute lagen mir zu Füßen, sagen, Mensch, Jost und toll, dass du unseren Film machst. Und ich weiß nicht. Und trotzdem dann zu sagen, tut mir leid, ich nehme nichts mehr an fürs Fernsehen.
Das war eine ganz schwierige Entscheidung. Und eine Zeit lang, wie gesagt, sah es dann auch so aus, weil die Leute ja wussten, dass ich sowieso nicht kann, braucht man gar nicht anzurufen. Aber irgendwann ging es dann eben dann doch. Und dann hat sich dann natürlich, dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt mal noch eben nur noch Kinofilme. Heutzutage ist das ja wieder anders. Heutzutage, Fernsehen hat natürlich heute einen viel schlechteren Ruf und viel schlechtere Arbeitsbedingungen als damals. Die guten Leute sind da nicht, sind nur noch in ihrer Anfangszeit dort. Und mit einem 90-Minuten-Film in 20 Drehtagen zu drehen, ist natürlich, das ist ein Stress, den man sich auch nicht gerne aussetzen will. Vor allen Dingen, wenn man künstlerische Ambitionen hat mit dem, was man macht, wo es nicht nur darum geht, ich muss heute die letzten 25 Einstellungen noch vor Sonnenuntergang reinkriegen und reinwirken, sondern man sagt, ich möchte hier Bilder machen und ich möchte dafür auch die notwendige Zeit haben, die ich dazu brauche, um das zu tun. Also man kann auch einem Maler nicht sagen, nur mal ein bisschen schneller kommen, ja, Farben hast du doch alle da, komm, geht doch ruckzuck, ne, geht eben nicht. Ne? Das ist irgendwie, jetzt sind wir schon wieder bei dem Bilder machen. Und Bilder machen ist eben ja natürlich, ist es was Wunderbares, wenn sich die Bilder auch bewegen und man dann natürlich eben mit seinen Bildern auch richtig Geschichten erzählen kann. So, Geschichten erzählen, jetzt machen wir mal einen Sprung. Also das war dann in der Zeit, ich hatte dann eine ganze Reihe von Kinofilmen gemacht, die eigentlich nicht so interessant waren, die ich mich auch gar nicht mehr so genau entsinne oder entsinnen möchte, was ich da als erstes mal gemacht habe. Denn erstmal ging es natürlich darum, ist es Kino? Ja, mache ich. So, war das war dieser blöde Umstieg. Ne? Also sozusagen ab Fernsehen alles abbrechen hinter mir. Und, aber ja, damit ich jetzt endlich schöne Kinofilme machen kann. Und ja, und dann irgendwann hörte man ja natürlich immer schon gerüchteweise, es gibt ja ein ganz tolles Projekt, Das Boot, nach dem Roman von Jutta Günther Buchheim. Und das machen die Amerikaner jetzt hier in der Bavaria irgendwie. Das hörte man immer so gerüchteweise. Und da wurden auch schon irgendwie Boote gebaut und alles Mögliche. Und das kam aber nie zustande. Da war dann, also einmal war John Sturges als Regisseur und Robert Redford als der Kapitän, war alles schon mitten in der Vorbereitung. Und dann gab es auch eben natürlich Probleme mit dem Drehbuch. Und der Autor Buchheim hatte natürlich ein Vetorecht, ein Mitbestimmungsrecht. Und wenn die Amerikaner einen Film über den Zweiten Weltkrieg machen und die deutsche U-Boot-Besatzung, dann hatten sie natürlich ganz schnell sich Szenen ausgedacht, da stehen sie mit ihren Maschinengewehren und mähen die armen Flüchtlinge, die im Wasser treiben, von dem versenkten Schiff, von dem Feind, wie auch immer. Und boah, war so ganz furchtbar, so ganz schrecklich, kam natürlich nie zustande, zum Glück. Und es waren aber in der Bavaria, hier in München, standen natürlich diese Boote alle schon da. Die wurden ja alle für vieles teures Geld, wurden die ja schon gebaut, von den Amerikanern oder für die Amerikaner. Da kam nochmal ein zweiter Versuch, ein zweiter Anlauf, hat auch wieder nicht funktioniert. Und dann kam der Dr. Günther Rohrbach, das war der lange Zeit der Fernsehspielchef beim WDR gewesen, mit dem ich auch aus meiner Fernsehzeit viel zu tun hatte. Und der war irgendwie, glaube ich, ein großer Fan von mir. Und der kam jetzt an, der wurde jetzt Geschäftsführer der Bavaria und sagte, Mensch, wir haben hier diese teuren Boote, alles steht hier rum und rostet vor sich hin. Wir könnten doch eigentlich diesen Film auch selber machen, das Boot. Ginge doch eigentlich, die Boote, das teuerste davon, das ist alles da. Die Studios standen zu der Zeit relativ leer, da wurde gerade irgendwie nicht viel gedreht. Alle wollten immer Originalmotiven drehen in der Zeit, war ja auch sehr schön, dass man nicht alles nachbauen muss, wenn man das Original zur Verfügung hat. Ja, und dann, ja, und mit dem Boot, das sind halt 50 Mann in der Besatzung und dann kann man ja, das müssen ja nicht alles teure Schauspieler sein. Da kam eben dann auch der Wolfgang Petersen mit dazu, dessen erster Kinofilm das überhaupt war. Und er hatte aber auch viel eben für den WDR an Fernsehfilmen gedreht. Ich hatte ja nie was mit ihm zu tun gehabt. Und dann entstand also sozusagen dieses Projekt als ein rein deutsches Projekt. War sehr, sehr teuer und das war eigentlich zu der Zeit der größte, der aufwendigste, der teuerste und auch der risikoreichste Filmprojekt
in dieser Zeit. Und dann kam Wort, dann stand ich irgendwie, da kriegte ich halt einen Anruf. Aber man wusste schon, das Projekt läuft irgendwie schon im Hintergrund. Und Wolfgang Petersen wollte drehen mit einem Kameramann, mit dem er seine Fernsehfilme großenteils gedreht hatte vorher. Ich kannte ihn ja persönlich überhaupt nicht. Also man weiß von sich, aber man kennt sich nicht persönlich. Und dann, mit dem wollte er das unbedingt drehen. Und da gab es dann aber irgendwelche Probleme. Ich weiß nicht genau, was es dann eigentlich gewesen ist. Zumindest hat dieser Kollege dann einen Rückzieher gemacht und gesagt, das Projekt ist für mich zu groß, zu schwierig. Ich weiß nicht. Und dann ging es halt darum, ja, wer macht es denn sonst? Und ja, so kam ich eigentlich, weil Auerbach sagte, ja, Jost, der kann tolle Sachen machen, weiß ich ja von früher. Und so kam ich eigentlich zu diesem Projekt. Und das war auch ein sehr interessantes Projekt, denn als ich dazu kam, war das ja schon alles in der Vorbereitung schon relativ weit gediehen. Und es ging eben eigentlich darum, also das ist ein Film, der ist so teuer, den kann man nicht nur als deutschen Film machen, der muss sich sozusagen weltweit auch oder Europa, wie auch immer, refinanzieren. Und der wurde dann eben schon vorab die Rechte verkauft nach England und nach Japan und nach Italien. Und die Amerikaner waren natürlich nach wie vor daran interessiert. Also Jost, pass auf, also dieser Film muss jetzt, das wird jetzt ein, muss jetzt so wie ein Hollywood-Film werden. Traust du dir das zu? Sag ich, naja, warum, was heißt das wie ein Hollywood-Film? Naja, das ist der Film, muss auf dem weltweiten Markt irgendwie und so, und das ist also nicht nur was für Deutschland, sondern das muss weltweit, also wir müssen hier mit Hollywood konkurrieren, hieß es. Naja, doch schon, also das muss jetzt richtig werden, wir müssen jetzt als Deutsche, obwohl wir, keiner von uns je einen U-Boot-Film gemacht hat vorher, wir müssen aber zeigen, dass wir das mindestens so toll können, wie das die Amerikaner können in Hollywood. Denn die haben ja nun schon U-Boot-Filme, gibt es in der Filmgeschichte ja ganz viele. Das ist ein beliebtes Sujet, die Sache, dieses eingegrenzte Menschen in so einer eisernen Röhre, was da so alles passiert. Und das muss also jetzt aussehen wie Hollywood. Sag ich, naja, also wir gucken uns alle immer so an und sagten, naja, also ist ja schön. Also gemacht hat es ja noch keiner von uns. Trauen wir uns das denn zu, jetzt diesen Film, der technisch ja auch ganz, ganz schwierig ist, so zu machen, dass er wirklich wie ein Hollywood, wie ein gekonnter Hollywood-Film aussieht. Da begann also für mich eine Reihe sehr schlafloser Nächte, weil ich mich immer fragte, meine Güte, wie soll ich denn das eigentlich machen? Ich habe da ja so eigentlich gar keine Erfahrung. Und jetzt etwas nachzumachen von Hollywood, das war ja zu der Zeit auch irgendwie was ganz weit entferntes, ja, Hollywood. Und das ist mit Riesenaufwand und mit Millionen und Millionen und Millionen und überhaupt. Und die Leute sind alles die ganz Berühmten. Also da sitzt man natürlich, oder sagst du, sitzt man, liegt im Bett und schläft nicht und fragt sich, meine Güte, ja, also das ist jetzt im Moment die Karriere, die sich da offenbart, das ist das größte Projekt, was man sich in Deutschland überhaupt vorstellen könnte. Und ich bin da jetzt dran. So, und wie gehe ich denn jetzt damit um? Ja, also sehr, sehr, sehr zweifelnd, weil ich sagte, wie soll ich das machen, dass es alles wie Hollywood aussieht. Und dann fragte ich mich natürlich auch, ach mein Gott, vergiss doch mal Hollywood, wie würde ich es denn eigentlich gerne machen? Wie würde ich es denn gerne machen? Also, ich habe mir gedacht, naja, die Geschichte ist ja ganz einfach. Das ist eine U-Boot-Fahrt, eine Feindfahrt, wie das damals hieß. Ne? Und da ist ein junger Kriegsberichterstatter drin. Das war die Figur von dem Herbert Grönemeyer der Zeit. Aha, also eigentlich ist es sozusagen der Film ein bisschen aus der Sicht eines Menschen, der in dem U-Boot jetzt mitfährt, der eigentlich mit den ganzen Geschichten gar nichts zu tun hat, der auch kein U-Boot-Fahrer ist. Einer, der da ist und guckt, um dann hinterher einen tollen, vaterländischen, hochwertigen Bericht zu schreiben über, was da so an Bord alles passiert und wie so eine Feindfahrt ist und wie der böse Feind torpediert wird natürlich und die siegreiche deutsche Wehrmacht und Marine und alles wunderbar. Und ich dachte, naja, es ist also eigentlich, ist dieser Film doch, wenn ich mir das so überlege, erzählt aus der Sicht eines Menschen, der da in das Boot reinkommt,
der nicht direkt damit zu tun hat und der einfach neugierig rumguckt und miterlebt, was da los ist und was die Menschen dort und da drin dann auch alle erleben müssen. Naja, habe ich mir gedacht, sowas wäre eigentlich ganz spannend, wenn ich so den Film für mich einfach machen könnte. Dann würde ich eigentlich sagen, ich nehme die Kamera in die Hand und bewege mich so wie ein Mensch, der da drin ist und neugierig überall rumguckt, der alles nicht so richtig genau versteht, was da los ist und immer mehr hineingezogen wird und schließlich in der totalen Panik mit den anderen zusammen da drin endet. Ja, so würde ich Spaß machen. Und wie gesagt, Kamera ist ja nicht nur was, wo man ein Gerät, was man ein- und ausschaltet, sondern das, was man fotografiert, ist ja grundsätzlich erstmal schwarz. Denn wo kein Licht ist, da ist nichts. Das Studio, wenn man in ein Filmstudio kommt, erstmal gibt es vielleicht eine Notbeleuchtung, aber eigentlich ist alles schwarz. Und der Beruf oder die Aufgabe des Bildermachers oder Bildermalers ist ja natürlich Fotografie. Der Begriff heißt ja auch mit Licht schreiben, zeichnen, malen, was auch immer. Also das Licht ist ja die Domäne eigentlich der Bildgestaltung, denn nur mit Licht und Schatten kann man letztlich auch Bilder machen und ohne Licht gibt es keine Bilder. So, also was mache ich denn nur mit dem Licht, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich brenne da so mit der Handkamera einfach rum und schaue, was da passiert. Was mache ich denn da mit dem Licht? Das ist so eine Röhre, man sieht alles, da ist also nicht oben eine Filmdekoration, die ist oben offen, da sind die Scheinwerfer, die da so unten reinleuchten oder irgendwie. Wie würde ich das machen? Und man hat mir gedacht, naja, ich träumte so ein bisschen, wie würde ich es denn machen, wenn ich es machen dürfte, so wie ich es machen würden wollen, täte. So. Also, ja, da würde ich gar kein Licht machen. Würde ich sagen, ja, es sind ja, das U-Boot, da sind ja lauter Lampen drin, die dieses Boot beleuchten. Und eigentlich müssen die Lampen immer da sein, wo ein Arbeitsplatz ist. Also wo ein Mensch in dem U-Boot eine Aufgabe hat. Also zum Beispiel der am Kartentisch immer mit dem Lineal und dem Zirkel guckt, wo sind wir denn jetzt hier und welchen Kurs müssen wir jetzt fahren. Der hat natürlich dann eine Lampe, die seinen Arbeitsplatz beleuchtet. Die anderen, also der Kapitän oder der an dem Seerohr, was wie so ein Periskop, wo man unten reingucken kann und oben guckt man wieder raus. Oder die Leute an den ganzen Maschinerien, da ist ja überall ein Arbeitsplatzlicht. Das ist eigentlich genau richtig. Also ich benutze jetzt Schiffslampen, ich will gar keine Filmlampen haben, sondern ich will ganz normale Schiffslampen, die man jedem Schiffszubehörgeschäft kaufen kann. Das sind meistens immer, da ist halt eine Birne drin, ne? Und dann drumherum ist so ein Glaszylinder, wenn die Birne mal platzt, man dann nicht die Scherben in die Augen kriegt. Und damit der Glaszylinder nicht kaputt geht, wenn man mit dem Kopf dagegen rennt, da ist er meistens dann noch so aus Messing, so eine Art wie so ein Käfig so drumherum. Mhm. So ein Schutz, also der Schutz für den Schutz für die Birne da drin. Und ganz einfach, dann nehme ich das und mache einfach entsprechende starke Birnen rein, damit ich die Helligkeit, und damals war der Film noch mit 100 ASA sehr unempfindlich. Mhm. Es gab auch gar keine Highspeed-Objektive, das gab es alles noch nicht. Also man musste es relativ hell machen, da kam halt dann entsprechend starke Birnen rein und habe gesagt, so würde ich eigentlich dann wie einen Dokumentarfilm würde ich, wenn dir Spaß macht, wenn ich es dürfte, so würde ich den fotografieren, mit der Handkamera, mit Available Light, mit halt entsprechend verstärkten Birnen, aber eigentlich mit lauter Schiffslampen, die genau an den Stellen sind, wo sie eigentlich hingehören und nicht, wo ich jetzt irgendwie jetzt künstlerische Lichteffekte und Schatten und Dinge und so, das ist ganz normal, ganz dokumentarisch. So, ja. Jetzt mir auch das, ja, das war so meine Idee und dann haben wir, komm Jost, jetzt wach mal wieder auf aus deinen blöden Träumen, musst ja Hollywood machen. Und dann irgendwann ging ich dann mal zum Petersen und sagte, du Wolfgang, sag mal, wie siehst du denn das eigentlich? Fühlst du dich so richtig wohl hier, so einen Film zu machen, der jetzt alles wie Hollywood aussehen soll? Sagt er, naja, ich eigentlich natürlich, ich weiß das auch nicht, wie das gehen soll, aber du, Jost, komm, red nicht so Blödsinn, wir machen hier einen Film für den Weltmarkt und der muss jetzt wie Hollywood aussehen. Ich sag, ja, also, ich habe aber eigentlich noch eine andere Idee, ich sag's dir nur mal so, wenn das alles mit Hollywood und Weltmarkt und so nicht wäre, dann könnte ich mir das so und so und so, das wäre eigentlich toll. Und dann könnte das auch ein Film werden,
der anders aussieht, denn alle Hollywood-U-Boot-Filme sehen immer gleich aus. Die sind immer erstens mal so gebaut, dass sie viel größer sind, mit dem Argument, dann kann man sich doch schön mit der Kamera da drin bewegen, dann hat man es schön bequem. Ne? Und dann ist meistens noch eine Treppe, wo dann der Star so runterkommt, irgendwie der Kapitän mit Hinterlicht und so, ein bisschen leuchtenden Kranz in die Haare und weiß nicht, Hollywood halt, ne? Zu der Zeit. Ja, sagt der Wolfgang Petersen zu mir, sagt er, ja, Jungs, das ist ja schön, das sind ja schöne Ideen, die du da hast, aber du, das geht nicht, wir machen Hollywood hier und so, sag ich mal, ja, komm und so. Also irgendwie, dann kam der Produzent Auerbach, der ja nun also auch ein sehr künstlerisch interessierter Mensch ist, also ist eigentlich der Produzent, den ich so in meinem Leben kennengelernt habe, der sich am meisten für das Projekt interessiert, was er macht und ein bisschen nur abgesetzt, nicht gerade am Rande, geht ja nicht, aber das Geld spielte erstmal eine zweite Rolle. Erstmal ging es darum, den Film, den man macht, und dann muss man sehen, ob man das mit dem Geld, was man zur Verfügung hat, hinkriegt oder nicht. So, dann habe ich dem das auch erzählt. Sagt er, ja, Jost, Mensch, toll, ich freue mich so, wunderbar, ich weiß ja, was, wie du immer denkst und deine Bilder, ich finde das ganz toll, aber Jost, du, wir machen hier einen Film für den Weltmarkt und das muss wie Hollywood aussehen. Ja, ja, also, okay, das ging aber weiter und ich merkte natürlich auch immer mehr, dass mit dieser Art es zu fotografieren, mit meiner Art, ich mich sehr wohl fühlen würde, wenn es denn ginge. Und dass ich mich sehr unwohl fühlen würde, nun Hollywood hier nachzufabrizieren. Naja, und dann gab es also mehrere Gespräche mit Produktion und Regie. Und ich habe sehr dafür gekämpft, habe gesagt, Freunde, wenn wir Hollywood nachmachen, dann ist es eben nachgemachtes Hollywood. Und die werden bestenfalls sagen, ach Gott, die können es ja so einigermaßen auch, das haben wir ja gar nicht gedacht. Aber es ist, deswegen wird ja nicht ein toller Film draus, nur dass man in der weiten Welt irgendwie sagt, ach ja, so ein bisschen Hollywood können die ja auch. Darum geht es ja überhaupt gar nicht. Es geht hier eine ganz spannende Geschichte zu erzählen. Und zwar so, dass die Spannung dieser Geschichte, nämlich ein Mensch, der da das alles miterlebt, sozusagen ganz unmittelbar auf den Zuschauer übertragen wird. Und für mich hat ja die Handkamera immer etwas, das... Also das, was ich fotografiere, ich gucke durch den Sucher und sehe genau das, was hinterher der Zuschauer auf der Leinwand sieht. Das ist ja genau 1:1 übertragen. Da gab es ja noch keine Post-Production oder Digitaltechnik, alles nicht, war ja alles ganz normal. Und für mich war es immer so, wenn also die, beispielsweise die Kamera jetzt schön, also früher war das auch so, wenn eine Fahrt war, da wurden da Schienen gelegt und das musste ganz sauber sein. Und wenn da ein kleiner Wackler drin war, dann hieß es gleich, ja, das ist normal, war, da war ja ein kleiner Wackler drin. Na, so. Und das hat für mich immer was Synthetisches gehabt. Denn wenn ich sage, wie die Kamera ist eigentlich der Blick des Zuschauers und der Zuschauer fährt nicht immer auf Schienen rum und damit ja nichts wackelt, sondern der Zuschauer ist eigentlich ein Mensch. Und ich finde, es wäre schön, wenn die Bilder, die der Zuschauer sieht, er so sehen könnte, sagt, ja, das könnte auch ich sein. Das heißt also, ich als Mensch, als Zuschauer, finde mich auch wieder in den Bildern auf der Leinwand. Und da finde ich mich natürlich eher wieder, wenn ich mich auch wie ein Mensch bewege in der Szene, als wenn ich nur auf Schienen fahre und alles wunderbar und toll und mit dem Kran und rauf und runter irgendwie sowas. Und deswegen war ich schon immer vorher, lange vorher, ein Verfechter der Handkamera. Jetzt kommt die Technik ein bisschen dazu. Handkamera ist was Schönes, wenn man sagt, es ist eine Mensch, man spürt den Menschen dahinter, der sich da bewegt. Aber etwas, was sehr unschön ist natürlich, wenn die Zuschauer im Kino alle den Saal verlassen, weil es ihnen schlecht wird, weil ja alles immer nur wackelt und schwankt und sie sich wie auf dem Schiff bei in Stärke 12 fühlen. So. Also das geht natürlich nicht. Also muss man etwas finden. Es muss auch noch dazu sagen, Steadicam gab es ja zu der Zeit auch noch nicht. Das war so in den Anfängen des Things gerade anzugeben. Der Gerald Brown hat ja da gerade, das war ja der Erfinder vom Steadicam. Aber in diesem Boot wäre das sowieso wegen der räumlichen Enge alles nicht möglich gewesen. Also bei der Justi-Cam. Ja, ja, genau. Also was mache ich denn da jetzt? Und ich wusste natürlich, also meine Vorliebe, die hatte ich eigentlich immer schon für die Handkamera. Und damit sie es nicht so wackelt, dass das Wackeln stört. Und dann der Grad ist ja manchmal sehr,
sehr schmal nur. So, da muss man also das Wackeln so weit reduzieren, dass es nicht mehr stört, aber dass man schon noch spürt, irgendwie da ist was Menschliches. Und da gibt es eben etwas sehr Schönes, das stammte vom amerikanischen, vom Militär, eigentlich von der Marine, wenn nämlich die mit ihren ganz starken Ferngläsern auf einem Schiff, was schwankt und wackelt, den Horizont absuchen, ob dann der böse Feind irgendwo lauert, dann haben die das gleiche Problem mit dem starken Fernrohr. Das Schiff macht so, kann man sieht mal überhaupt nichts mehr. Nicht? Also haben die gesagt, okay, wir müssen das stabilisieren, und zwar mit einem Kreiselsystem. Das ist so etwas Ähnliches wie ein Kreiselkompass, also eine Schwungmasse, die sich ganz schnell dreht, die versucht, durch die Kreiselkräfte ihre Achse im Raum konstant zu halten. Das ist genau das Gleiche, weswegen man beim Fahrradfahren nicht umfällt, weil nämlich die Räder, die sich drehen, auch genau diese Kreiselwirkung haben und das Fahrrad stabilisieren. So, habe ich mir also gesagt, habe ich mir schon lange vorher so ein Gerät besorgt. Das war schwierig, weil das war also ein Militärartikel und den kann man nicht einfach exportieren. Da kann man nicht in Amerika anrufen und sagen, ich möchte gerne so ein Gerät kaufen und schickt mir das mal her. Das war relativ mühsam, aber dieses Prinzip, mit dem habe ich schon immer gearbeitet. Und ich dachte, ja, das ist genau das, wenn ich sage, die Kamera, ein Mensch oder der Zuschauer läuft hier irgendwo entlang und guckt hier hin und dahin und dorthin. So. Dann darf es also nicht sein, der läuft Schritt, Schritt, Schritt. Das geht jetzt ganz furchtbar. Aber es soll auch nicht so sein, so, das ist ja nur noch technisch jetzt. Das bin ich als Zuschauer nicht unbedingt. Also wenn das Laufen, das muss so ist, dass man sagt, Schritt, 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 dass so ein kleines bisschen man aber doch spürt, Schritt, 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 so würde ich als Zuschauer da laufen. Und so müsste man es auch mit der Kamera machen können, dass man also unbewusst oder unterbewusst spürt, die menschliche Bewegung in der Bewegung der Kamera, ohne dass es stört und dass es nur noch wackelt und schwankt und so und irritiert. Und genau das haben wir gedacht, okay, das wäre doch die Wunde, das mache ich jetzt hier beim Boot, könnte ich das machen, das würde ich die Kamera so weit stabilisieren, da habe ich nun so zwei große Stabilisatoren, damit es auch ausreicht, noch könnte man dran bauen und so könnte ich diesen Film fotografieren. Einer ist ja für die vertikale Achse, einer für die horizontale. Nicht ganz, weil jeder Kreisel stabilisiert, also sagen wir mal, eine Schwungmasse, die sich so rumdreht, die stabilisiert diese Achse. So, die möchte nicht diesen hier machen und die möchte nicht diesen hier machen, aber sie kann sowas sozusagen nicht. Also damit verändert er ja die Achse nicht, wenn es sich so rumdreht. Also zwei Ebenen stabilisiert, aber die dritte nicht. Und deswegen habe ich dann zwei genommen. Das heißt also, wenn ich die jetzt in einem rechten Winkel zum Beispiel zueinander setze, dann kann ich mir aussuchen, je nachdem wie ich das zusammenbaue, dann wird ja eine Achse doch von beiden stabilisiert, aber es ist keine Achse, die nicht stabilisiert ist. Die Drehbewegung von dem einen stabilisiert der und diese Drehbewegung stabilisiert der. So, jetzt kann ich auch sagen, in dem Boot, wie sieht denn das aus? Das Boot, also auf dem Schiff ist das ganz einfach. Wenn man auf einem normalen Schiff einen Film dreht, dann hat man ja immer den Blick nach draußen. Klar, und was ist denn stabil auf dieser Welt? Das ist die Erde, also der Horizont. So. Und wenn also ein Schiff sich in Wellen bewegt, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich stelle jetzt ein Stativ, die Kamera auf ein Stativ, hinter auf das Schiff, und das macht die Kamera die Bewegungen des Schiffes mit. Wie sieht denn dann das Bild aus? Da steht alles starr. Ja. Denn im Bild bewegt sich in Relation Schiff, Kamera gar nichts. Sie steht ja auf dem Stativ. Also ist es, und dann was passiert, ja, der Horizont draußen macht so und so und so und hier vorne das Schiff ist alles gerade. So hat man früher oft auf Schiffen gedreht. Und das ist aber eigentlich nicht das, was natürlich ist. Denn der Horizont normalerweise, der macht ja nicht so, der bewegt sich ja nicht. Der Horizont ist ja das einzige Stabile auf dieser Erde, was man hat. Das ist die Erde selber. So, und das Schiff bewegt sich. Das darf also nicht umgekehrt sein. Und man muss also sehen, man müsste jetzt also von einer Kamera auf einem Schiff, ich sage es normal, auf einem ganz normalen Schiff mit Horizont, müsste man die Kamera so machen, dass sie immer
gerade bleibt. Das Schiff bewegt sich so rum und so rum und die Kamera orientiert sich und dann sagt, die Kamera soll gerade bleiben. Das heißt, sie orientiert sich auch am Horizont. Das heißt, der Horizont bleibt immer relativ gerade und das Schiff macht diesen und macht diesen und macht diesen so. Und wie kriegt man dann, was man, ja, das geht ja auch nicht so einfach, denn dann müsste ja die Kamera unabhängig von dem Schiff von irgendwo festgehalten werden, damit sie sich nicht mitbewegt mit dem Schiff. Also ein bisschen schwierig, ne? Kann man natürlich machen, jetzt eben mit diesen Stabilisatoren, wenn man sagt, das Wichtigste, was man natürlich sieht auf dem Schiff, das ist eben, dass der Horizont gerade bleibt. Also baue ich meine Stabilisatoren so, dass der Horizont von beiden stabilisiert wird. Und rauf und runter nicht so sehr, und aber rechts und links auch nicht so sehr. Aber trotzdem, alles ist stabilisiert, aber der Horizont ist das eigentlich wichtig. So, jetzt sitzt man heute in einem U-Boot, da ist man nicht auf Deck und guckt raus auf den Horizont. Da sind auch keine Fenster drin, normalerweise im U-Boot, sondern wie merkt man denn eigentlich, wenn man in einem U-Boot drin ist, was das Boot macht? Man hat ja keine Referenz nach außen, man sieht keinen Horizont, man sieht nicht die Wellen hoch und runter gehen oder irgendwas, man sieht gar nichts. Also wie kann man denn das eigentlich zeigen mit der Kamera? Was das Boot macht. Das Boot, als wir das gedreht haben, war ja auf einer großen hydraulischen Plattform in einem Studio ganz oben. Und das war eine Riesenkonstruktion. Und damit konnte das Set, also dieser Bootsteil, den wir da drauf hatten, konnte jetzt so und so in alle Himmelsrichtungen bewegt werden. Der konnte sogar runterfallen, damit die Leute alle auf den Boden krachen. Also alles konnte man machen. Also was macht man jetzt mit der Kamera? Da hätte man gesagt, naja, da kann man ein Stück irgendwie rausschneiden vielleicht von dem Boot und von außen mit dem Kranarm so reingehen und da ist da vorne die Kamera drauf und jetzt ist die Kamera sozusagen in einer stationären Position und wenn sich das Boot jetzt dreht und bewegt, dann bewegt sich das auch im Bild so. Geht aber alles natürlich überhaupt nicht. Die Idee war dann eben dieses, naja, also wenn ich das jetzt alles kombiniere, ich möchte eigentlich eine Handkamera haben und nicht eine Kamera, die durch ein Loch im Boot hereinguckt auf dem Kranarm oder irgendwie. Also es muss die Handkamera sein und gleichzeitig soll aber die Handkamera sozusagen im Raum stabil sein. Das geht natürlich mit diesen Stabilisatoren, so einigermaßen zumindest. Ne? Also ich hatte da immer noch dran, jedes Segelboot hat so ein rundes Röhrchen mit das Wasser drin und eine Kugel. Und da kann man immer sehen, ob die Kugel so ist oder so gerade ist. Das erste Mal, als ich immer nicht drin gedreht habe, erst mal gucken, wenn das Boot so schief steht und man steht in 10 Minuten so schief, da hat man keine Ahnung mehr, was eigentlich rechts oder links oder oben und unten ist. Vielleicht, wo ist meine Kugel hier? Ah, so muss ich die Kamera, jetzt ist sie gerade. Ja, anscheinend. Ne? Also diese Konstruktion hatte also sozusagen diesen doppelten Nutzen, einmal eine menschliche Handkamera benutzen zu können und zweitens mal aber, dass diese Kamera unabhängig war von dem, was mit dem Boot passiert. Das heißt, dass die Kamera eigentlich, wenn man sie richtig hält, ist eine Trainingssache natürlich auch, die Kamera möchte immer gerne gerade bleiben, einfach wenn es immer gerade war. So, ne? Auch wenn das Boot und so drauf und runter macht. So. Das war sozusagen die technische Basis dessen, also um das zu ermöglichen, was ich mir an Bildern vorgestellt habe. So, wieder zurück, lange Diskussionen mit dem Regisseur, mit dem Produzenten und ja, der Weltmarkt, los, komm. Denk dran, du machst hier einen Film für den Weltmarkt und du hast wunderbare Ideen, das wissen wir ja, aber du, das muss doch wie Hollywood aussehen, sage ich. Nee, ich glaube nicht, dass das wie Hollywood aussehen muss. Ich glaube, wenn wir den Film so machen, dass er wie Hollywood aussehen soll, dann wird er bestenfalls, wenn wir uns ganz große Mühe geben, eine schlechte Kopie von Hollywood-U-Boot-Filmen werden. Und damit wird er völlig uninteressant sein. Und wenn wir den Film so machen, wie ich ihn mir vorstelle, dann sind die Leute erst, werden die Zuschauer verblüfft sein und sagen, mein Gott, so haben wir das ja noch nie gesehen. Sind wir so nah dran. Wir sind ja jetzt plötzlich, um Gott, also alles, was mit dem Boot und um das Boot rum passiert, ist ja auf einmal, das überträgt sich so auf uns, die Klaustrophobie und dieses Ausgeliefertsein in diesem Boot und dieses nicht mehr richtig wissen, wo oben und unten ist und was überhaupt drumherum passiert, das könnte sich so übertragen auf den Zuschauer. Und das war eigentlich meine
meine entscheidende Phase war, als ich diesen Film fotografiert habe, als ich diesen Film bekommen habe, nämlich auch die Leute, die darüber zu bestimmen hatten, die Regie und die Produktion, zu überzeugen, dass meine Auffassung, dass meine Bilder, wie ich sie mir vorstelle, wie ich sie machen möchte und wie ich sie auch machen könnte, mit der Technik, die ich dann dazu auch noch weiter entwickeln muss, das könnte sein, ein Knüller werden. Dass man sagt, meine Güte, sowas haben wir noch nie gesehen. Wir kennen immer nur die Hollywood-Filme. Ja, es war also eine schwierige Entscheidung. Jenschens Kinder, Joost, alle rauften sich die Haare und sagten, Joost, du weißt, was das bedeutet. Dieser Film, dieses Geld kostet damals, waren es glaube ich 20 oder 25 Millionen oder irgend sowas. Das so teuer war das alles noch nie. Und wir setzen hier die Existenz der Bavaria mit ihren 583 angestellten Arbeitsplätzen aufs Spiel. Wenn das nicht funktioniert, was du jetzt hier machen willst, dann hast du die Verantwortung dafür, dass sozusagen ein ganzes Filmstudio pleite geht und die Leute ihre Arbeit verlieren und. Überlegst dir ganz gut. Und ich hatte das Gefühl, okay, dazu stehe ich und ich glaube daran und ich habe das durchgesetzt. Und das ist eigentlich meine Arbeit als Bildgestalter in allererster Linie gewesen, diese Entscheidung nicht nur für mich zu finden, sondern sie auch durchzusetzen. Und das Durchsetzen ist natürlich manchmal sehr viel schwieriger als das Finden einer Entscheidung. Eine Idee, wie man es machen möchte, haben Kameraleute immer und ganz häufig und irgendwie. Aber zu sagen, ich will das jetzt aber auch durchsetzen, dass das so gemacht wird. Und wenn der Regisseur sagt, du, das geht aber nicht. Und der Produzent sagt, du, das geht aber nicht. So sehe ich eigentlich meinen Beruf immer, dass ich bin nicht der Abfotografierer, wie manche meiner Kollegen das vielleicht auch so sehen, auch international zum Beispiel. Also wenn ich dran denke, in England zum Beispiel, da ist der Director of Photography, da heißt der auch Lighting Cameraman. So, das ist nochmal ein bisschen anders. Also ob das in England oder Italien ist oder in Amerika sowieso, da gibt es ja mal den Operator. Also dass der eigentliche Kameramann die Kamera selbst bedient, das gibt es da eigentlich kaum. Das darf es auch nicht geben. Da sind schon allein die Gewerkschaften dagegen, die sagen, Moment, das Operating der Kamera, also das Hands-on, das ist ein eigener Beruf. Und du kannst nicht hier jemanden seinen Job wegnehmen, indem du jetzt zwei Jobs auf einmal machst. Du bist für die Bilder zuständig, oder in England heißt das Ding eben Lighting Cameraman. Du bist für das Licht zuständig. Und der Regisseur bespricht mit dem Operator, was er da so machen sollte. Und der Chefkameramann kümmert sich nur relativ wenig drum. Also das sind so die unterschiedlichen Ansätze. Und bei uns in Deutschland, ich meine, ich habe bei all meinen deutschen Filmen natürlich immer die Kamera selber geführt. Das ist ein Teil von meinem Körper gewesen. War auch interessant natürlich, in Amerika wurde das ja dann anders, nicht? Aber es ist eine andere Geschichte nochmal. Also wie gesagt, so ist dieses Boot eigentlich entstanden. Und so ist mein Einfluss, deswegen kann ich auch mal sagen, das ist eigentlich auch mein Film, so wie er aussieht. Und der Erfolg dieses Films, der war ja weltweit ein Riesenerfolg, eben auch ein künstlerischer Erfolg. Das war ja das erste Mal, unter anderem, dass ein deutscher Kameramann für einen Oscar nominiert wurde. Das hat es in der Filmgeschichte noch nie gegeben. Darauf kommen wir gleich. Du hattest jetzt das Boot abgedreht, es wurde sehr erfolgreich und dann kam der Sprung Richtung Hollywood. Ja. Genau. Vielleicht magst du da noch ein paar Einladungen. Ja, also das war natürlich der Türöffner. Also Hollywood ist ja für einen Kameramenschen natürlich, das ist immer so etwas, was so weit irgendwo im Raum steht. Ne? Also ob das man dann die Chance hat, mal irgendwie hineinzukommen oder hineinzuwachsen, das ist ja sehr unwahrscheinlich eigentlich gewesen. Also nun plötzlich das Boot, Oscar-Nominierung. Ja, was ist denn das, meine Güte? Ne? Also wir waren mitten in den Dreharbeiten für die unendliche Geschichte, die wir dann nach dem Boot dann angefangen hatten. Auch wieder hier, auch mit Petersen, Regie und der Bavaria. Das war dann eine Produktion von Eichinger, von der Konstantin, auch in der Bavaria gedreht. Ja, natürlich plötzlich hast du das Gefühl, du fährst jetzt nach Los Angeles zu den Oscars und denkst, mein Gott, was ist denn das jetzt, was ist jetzt los? Der Oscar nominiert, also unter den letzten fünf weltweit und so, das ist ja irgendwie was ganz Tolles. Und da stellt man sich natürlich auch noch vor, mein Gott, was ist denn jetzt, wenn du den jetzt kriegen würdest,
eine ganz, ganz blöde Geschichte. Ne? Da denkt man natürlich dran, oh Gott, ja, furchtbar, sag mal, wenn ich den jetzt kriege, dann muss ich da ja auf die Bühne, muss ja jetzt irgendwie was sagen. Ich habe mir Oscars eigentlich, Oscar-Veranstaltungen nie angeguckt. Ich wusste nicht, dass man also vom Produzenten bis zur eigenen Großmutter sich bei allen bedanken muss, die einen überhaupt ins Leben gesetzt haben und haben arbeiten lassen. Nein, ich dachte immer, naja, wenn das jetzt so wäre, ich müsste also jetzt irgendwie, was ist denn da im Film, jetzt vom ehemaligen Feind im letzten Weltkrieg, von den Deutschen, im Kampf auch gegen die Amerikaner, und da muss man jetzt also irgendein politisches Statement sich ausdenken, also das, naja, also das war der Krieg und so, aber es geht ja doch hier eigentlich hier um die Menschlichkeit bei den Filmen und da kann man das auch austauschen, da können wir sagen, die Menschlichkeit einer amerikanischen U-Boot ist genauso, da geht es genauso zu wie in einem Deutschen und ich weiß nicht was alles. Und da hatte mir das dann noch irgendwie auch von der Sekretärin, habe ich mir das noch mal ordentlich übersetzen lassen, hatte dann so ein Zettelchen in der Hand und saß da mit einem Smoking oder so, was man da anziehen musste. Der Schweiß tropfte mir runter. Ich weiß nur, es war alles ganz furchtbar. Ich hatte mir vorher noch, bei der unendlichen Geschichte, hatte ich mir noch eine Zehe gebrochen, mich irgendwie über ein Kabel gefallen oder was. Und hatte jetzt schwarze Schuhe an, so schön wie man so denkt, weil der eine Schuh war vorne abgeschnitten und da guckte der Vorderfuß mit so einem dicken Verband raus und so. Ich dachte, Menschenskinder, wenn ich jetzt da vorne hinkomme und alle fangen an zu lachen, weil ich jetzt wie Charlie Chaplin jetzt hier mit dem bandagierten Fuß da muss ich irgendwas über Krieg und Frieden erzählen, also eigentlich ganz furchtbar. Und ja, zum Glück habe ich den Oscar dann nicht gekriegt, also das blieb mir alles erspart. Aber das war natürlich so, da kommen natürlich die großen Agenturen und also normalerweise in Amerika ist es ein großes Problem, einen Agenten zu finden, vor allen Dingen einen einflussreichen Agenten. Dann findet er ein einflussreicher, wichtiger Agent, holt sich natürlich nur Leute, für die eine entsprechende Nachfrage besteht und wo er sich nicht viel groß drum kümmern muss. Also kein großer Agent ist jetzt erstmal interessiert, jetzt einen Neuling jetzt irgendwie in Hollywood einzuführen oder so. Aufzubauen und so, das geht alles gar nicht. Naja, zumindest die kamen alle, Mensch, jo, so komm doch her und du kannst doch hier und ja und so berühmt. Und solange man dem noch nominiert ist und dem noch nicht klar ist, wer den Oscar dann wirklich kriegt, da ist man ja auch so im ganz engen Gespräch, das war ganz wichtig, ne? Auch so eine schöne Geschichte, wenn es dann rauskommt, wer den Oscar gekriegt hat, also wer den Oscar gekriegt hat, dann sind die anderen vier natürlich, er hat ferner liefen, die haben es eben irgendwie so. Ne? Und dann habe ich das erste Mal auch gemerkt, was das eigentlich mit den Oscars bedeutet. Naja, natürlich, entscheidend bei den Oscars ist natürlich immer, wer den Film überhaupt gesehen hat. Denn von den 4000 Leuten, Members von der Academy oder zwischen sind es viel mehr, keiner wird ja für einen Film stimmen, den er nicht gesehen hat, sondern nur geht es eigentlich immer nur darum, wie kriegt man die Leute alle ins Kino, die stimmberechtigten Academy-Mitglieder, wie kriegt man die ins Kino, damit sie überhaupt in der Lage sind, auch dann einen Film unter Umständen gut zu finden. Ja, also das war alles ganz schwierig, aber zumindest das war halt der Einstieg. Und mein Einstieg in Hollywood war dann John Frankenheimer, also ein bekannter, sehr bekannter, aus der Zeit sehr bekannter Regisseur. Und der, auch ein bisschen frankophil und so, hat auch mal in Frankreich gelebt eine Zeit, also ein etwas mehr europaorientierter von den großen Regisseuren. Und der wollte mich unbedingt haben und mit dem habe ich dann meinen ersten Film gemacht. Und ja, jetzt muss ich auch ein bisschen zurückgehen. Ich habe ja dann in Hollywood sehr viel mit Paul Verhoeven gearbeitet, unter anderem. Und Paul Verhoeven, das ist ja eine Errungenschaft noch aus der Zeit von vor dem Boot. Das war auch ganz interessant. Das war in der Zeit, in der Phase, wo ich sagte, ich mache kein Fernsehen mehr, nur noch Kino. Und irgendwann erreichte mich dann ein Anruf von einem Produzenten, den ich kannte, einem eigentlich holländischen Produzenten, der in München lebt, den ich kannte. Und so sagte er, du, ich möchte dich mal mit dem Paul zusammenbringen. So, ja. Und dann ist das ja immer schwierig. Ich habe mir gedacht, aha, interessant. Paul Verhoeven ist ja schon ein bekannter Regisseur gewesen, hat etliche Filme gemacht. Wieso sucht er jetzt plötzlich sich einen Kameramann, den er persönlich überhaupt nicht kennt? Das ist eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise orientiert man sich immer an Namen, an Menschen, die man kennt. Man sagt, ach, der ist mir so sympathisch. Ne? Und ach, das Kameramann und so. Vielleicht, ja, mit dem könnte man vielleicht mal was machen. Aber nur so. Und da war eine sehr lustige Situation. Das war ganz ähnlich, wie ich zum Schöndorf bei der Katharina Blum gekommen bin.
Paul hatte einen Kameramann, Jan de Bond, mit dem er bis dahin alle seine Filme gedreht hatte. Und das war auch irgendwie eine Kindergartenfreundschaft zwischen den beiden. Und da passierte es aber bei einem Film, Katie Tippel hieß der, ein holländischer Film, da hat sich der Kameramann in die Hauptdarstellerin verliebt. Soll vorkommen. So, nun kann man sagen, zu der Zeit, das war also in den späten 60er Jahren, nach 68er Jahren, Anfang 70er Jahren, wo das insbesondere in Holland ja alles sehr freizügig zuging. Und ich habe mal Spaß gesagt, Holland ist ein kleines Filmland, hat wenig Geld, müssen sparen, sparen, sparen. Woran kann man wunderbar sparen? Na, an Kostümen zum Beispiel. Nicht? Wenn man kein Kostüm anhat, sieht es doch sehr attraktiv aus bei den Frauen und so, kann man viel Geld nicht sparen, ich weiß nicht was. Also zumindest, Jan de Bont hat sich in die Hauptdarstellerin verliebt und hat dann gesagt, kategorisch, so, das ist jetzt meine Freundin, ich schalte die Kamera nicht mehr ein, bevor die nicht was anhat. Nun ist es natürlich eigentlich eine Entscheidung des Regisseurs, ob eine Darstellerin unbekleidet spielt oder bekleidet spielt. Also ich meine, das hat ja was mit der Geschichte zu tun, wie das also in den 60er Jahren überhaupt zuging und sowas, nicht? Also Türkisch Delight, türkische Früchte, war so ein berühmter Film von Paul aus dieser Zeit. Da spielten sie auch meistens ohne unbekleidet. Es war einfach damals so in Holland sowieso. Also zumindest Jan de Bont sagte nun zu seinem Regisseur, ich schalte die Kamera nicht mehr ein, solange ich mich was anhat, das ist jetzt meine Freundin. Also das ging natürlich nicht und daraufhin musste der Paul irgendwie sich einen neuen Kameramann suchen. Und dann fragt er seinen Produzenten, sag mal, du, in Holland gibt es ja nicht so viele und so, was mache ich denn jetzt? Und sagte, ja du, ich habe da einen in Deutschland, den Joost und sowas, triff dich doch mal mit dem. Ja, und dann trafen wir uns halt und fanden irgendwie das ganz interessant. Drehten wir einen, das war so 1975 rum, einen Film in Holland, Soldier of Orange oder Soldat von Oranje. Das ist eine Geschichte aus der Resistance, das ist im letzten Weltkrieg, wo die Königin, die holländische Königin, dann nach England irgendwie geflohen ist vor den Deutschen und hin und her. Das ist eine Geschichte über eine Studentengruppe, die dann sozusagen ihre unterschiedlichen Wege geht in den Wirren des Krieges und der eine, der geht in die Resistance, der andere, der geht zu den Nazis und der dritte irgendwie. So, eine Geschichte war das, ein sehr schöner, langer Film. Das war unser erster Film und es ging sehr gut, waren zwei Teile sogar und bei der Premiere war sogar, hat es noch nie gegeben, die holländische Königin saß in der Loge bei der Premierenvorführung. So. Ja, war sehr schön. Und dann haben wir noch einen zweiten Film zusammen gemacht, aber es war auch ein holländischer Film über mehr so eine Jugendgruppe, so eine Jugendgang, so eine ganz lockere Geschichte. Und dann kam eben bei mir das Boot dazwischen und dann drehte der Paul dann wieder mit Jan de Bont weiter und er sagte, ach komm, Menschenskinder, das ist doch alles nicht so tragisch und die haben doch immer so gut zusammengearbeitet. Dann haben die wieder zwei Filme gemacht, miteinander, während ich das Boot und die unendliche Geschichte hier hatte. Und dann kam ich nach Hollywood mit Weinheimer, was ich vorhin erzählt hatte. War Paul schon vor dir dann? Nein. Und der Paul hatte in der Zwischenzeit nochmal wieder einen Film gedreht, eben mit einer multinationalen Crew in Spanien, war auch ganz schwierig und ging alles schief und so. Und dann Paul Verhoeven ist ein sehr exzessiver. Er sagt halt, woraus besteht das Leben? Aus Essen und Schlafen und Sex und Krieg. So, irgendwie. Kampf und Sex, das sind so die Hauptsinn für ihn und Blut und das spielt alles eine große Rolle. Irgendwie. Und er wurde dann kam eben wieder so eine weiche Welle in Holland. Das war alles nicht mehr so progressiv und die Kritik überschüttete ihn dann bei seinen letzten Filmen mit sehr viel Häme und Spott und ich weiß nicht was und Kritik eben. Und er ist dann sozusagen mit Familie geflohen, also ausgewandert, wie auch immer, nach Amerika, sagt er in Holland. Das geht nicht mehr jetzt. Die Kritik zerreißt mich und so. Und so, und in Holland kriegte er dann angeboten Robocop. Ja, ein bekannter Film inzwischen. Die meisten haben ihn gesehen, weil er immer irgendwie wieder läuft. Mhm. Und das war, da sind wir uns sozusagen jetzt nach dieser langen Unterbrechung, Boot und endliche Geschichte und wieder begegnet. Und nach Weitkamer, das war dann mein zweiter Film in Amerika, mit Paul wieder mal Robocop gedreht.
Schnellschussfahrer. Also irgendwie noch sehr spannend. Ich habe bei beiden Filmen, jetzt muss man noch mal ein bisschen zurück, ich hatte vorhin mal was über die Position des Kameraoperators gesagt. Ich konnte damit natürlich gar nicht umgehen, denn ich war die Kameras, wenn ich meinen Arm abpacke und sage, jetzt, oder ein Bein abpacke und sage, jetzt lauf mal schön oder so. Muss doch auch so gehen. Kann auch ein anderes Bein nehmen. In Amerika ist das, also wenn es eine, gibt es zwei Bereiche. Das sind die Union-Produktionen und die Non-Union-Produktionen. Bei einer Union-Produktion wird alles sozusagen bestimmt von der Gewerkschaft, von der Union. Da muss der Regisseur Mitglied sein und der gesamte Stab müssen alles Union-Mitglieder sein. Und es darf nicht eine Person, die nicht in der Union ist, dabei sein. Ganz streng. Mhm. Und dann gibt es die Non-Union-Produktionen, da ist alles billiger und einfacher und chaotischer. Da darf aber keiner von der Union mitmachen. Also ein Union-Mitglied darf nicht bei einem Film, und wenn er noch so viel Geld kriegt, der nicht unter Union-Contracts läuft. Also das ist immer sehr, sehr schwierig. Das heißt auch, also bei einem Union-Film muss immer die Position des Kameraoperators dabei sein. Wenn es ein Non-Union-Film ist, naja, dann kann man vielleicht drüber reden. Und so war das auch bei mir, bei Frankenheimer. Weil natürlich in dieser Zeit hieß es immer, er und der Joost und mit seiner Kamera, mit den Stabilisatoren, die wurde dann drüben gleich Joosticam genannt, mit der Joosticam. Und ich konnte immer sagen, ich möchte den Film so drehen mit der Joosticam und der Regisseur will das auch. Das ist aber, die gibt es nur einmal auf der Welt, diese Kamera, und das ist sehr trainingsintensiv, da kann man nicht einfach in die Hand nehmen und sagen, ich mache das jetzt mal, sondern da braucht sehr viel Erfahrung, auch körperliche Erfahrung, damit umgehen zu können. Naja, also okay, dann darf ich also sozusagen die Kamera auch selber bedienen oder führen oder sowas. Das Gleiche war dann bei Robocop. Robocop war ein Non-Union-Film, da war es einfacher. Der wurde auch nicht in Los Angeles gedreht, wo das sonst gar nicht gegangen wäre, sondern der wurde in Dallas gedreht hauptsächlich. Also das ist kein Gewerkschaftszentrum, also insofern, da war Non-Union, ging auch. Also ich hatte immer so ein bisschen eine Sonderposition gehabt. Naja, mit Paul Verhoeven, das war dann eben Robocop. Und was haben wir denn dann darauf als nächstes? Das war dann Total Recall. Mit Arnold Schwarzenegger. Das war Total Recall mit Arnold Schwarzenegger und Sharon Stone. Das war eigentlich ihr erster größerer Film. Die wurde dann ja sehr berühmt. War aber auch sehr kapriziös, war sehr kompliziert, nicht so ganz einfach so. Paul Verhoeven, also wie gesagt, wir hatten in Holland zwei Filme zusammen gedreht. Dann in der Zwischenzeit hat er wieder mit Jan de Bond gedreht. Und dann in Amerika die ersten zwei Filme, also Robocop und Total Recall, hat er wieder mit mir gedreht. Und hat sich das so eingespielt, sagte er, ja, mein alter Kamerafreund Jan de Bond ist ja nun inzwischen auch hier in Amerika. Und jetzt wäre es eigentlich ganz schön, ich würde auch gerne mal mit ihm mal wieder einen Film drehen. Das war dann Basic Instinct. Den habe ich da nicht gedreht. Und Paul hat alles so, das ist doch schön, ich drehe immer zwei Filme mit dem einen und dann zwei Filme mit dem anderen. Dann gibt es auch nicht so eine Routine, wenn man immer zusammen dreht, sondern da kommt immer wieder ein Wechsel und frisches Blut. Eigentlich ein sehr gutes Prinzip gewesen. Es ergab sich dann nur, dass Jan de Bond dann zur Regie umschwenkte und sozusagen dann als Kameramensch nicht mehr verfügbar war. Und deswegen habe ich dann die nächsten Filme alle mit Paul gedreht. So. Das war dann also Showgirls und Starship Troopers und Hollow Man und noch irgendwas, weiß nicht. Aber wie kam denn dieser Sprung überhaupt in die Union? Das ist ja enorm schwierig, da reinzukommen. Ja, das war natürlich ganz gut, weil, also man muss, es kam ja noch was dazu. Ich hatte ja hier meine Assistentin noch von der unendlichen Geschichte, die war ja auch die Einzige, die auch mit dieser Joosticam richtig technisch auch umgehen konnte. War ja auch so eine Geschichte. Ne? Ich habe gesagt, ich brauche die aber hier mit ihr. Zwar war dann nebenbei auch noch meine Lebensgefährtin, das ist eine andere Geschichte, soll auch passieren. Und die ist aber die Einzige, die mit diesem Gerät umgehen kann und so. Und deswegen kriegte sie dann auch eine Arbeitsgenehmigung drüben und ist dann ja auch drüben geblieben. Die dreht also jetzt jede Menge Game of Thrones und große Geschichten. Da. Also wie auch immer, zumindest diese Kamera konnte ich dazu benutzen, mir auch
einen Sonderstatus zu. Sie sagt, ja, ich komme halt mit dieser besonderen Kamera und da gibt es nur eine davon und kein Mensch kennt sich damit aus, also muss ich das machen. Das war immer ganz praktisch. Späterhin dann die Sache mit dem Operator, das hat sich dann aber geändert. Also bei Showgirls, das war der letzte Film, wo ich noch selber geoperatet habe. Showgirls war ja eine schöne Geschichte eigentlich. Es ist also eigentlich eine Geschichte von einer Las Vegas-Tänzerin, die sozusagen, naja, die Leiter nach oben und auf welchen horizontalen und vertikalen Umwegen das dann auch so vor sich geht. Das ist eine Geschichte. Also nicht gerade ein seriöser Film, kann man nicht sagen, aber... Union oder nicht Union? War auch Non-Union. Aber natürlich, Las Vegas, Tanzen, Bewegung, Farbe, also all diese, was Las Vegas ausmacht und was auch die Geschichte ausmacht, einer Tänzerin, die in die großen Shows, die großen Tanzshows hineinkommen will und sozusagen als fünftes Rad am Wagen einsteigt und dann die Intrige mit der Protagonistin schließlich, dem man dann auch mal ein Bein stellt auf der Treppe, dass sie sich die Knochen bricht und man dann selber dann ganz oben ist und so. Also so eine Geschichte halt, kann man sich vorstellen, dass die Amerikaner solche Geschichten nicht lieben. Die sind unanständig und unangenehm und unsittlich und ich weiß nicht irgendwas und unbekleidet dann teilweise auch. Naja, okay. Aber visuell und auch vom Filmemachen her finde ich, es ist ein ganz toller Film geworden, auch von der Regie her. Nur, dass die Amerikaner das natürlich alles mit der goldenen Himbeere belohnt haben. Die wird parallel zu den Oscars, werden immer die goldenen Himbeeren verliehen. Das ist der schlechteste Film, der schlechteste Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin und der schlechteste Regisseur. Also alles die schlechtesten in der sowas. Und ein Großteil dieser Himbeeren hat dann dieser Film gekriegt. Und es war eigentlich sehr hübsch. Da ist natürlich, ja, okay, jetzt kann man sagen, ich kriege die goldene Himbeere, das ist ja furchtbar. Mein Film wird also jetzt der schlechteste Film des Jahres oder sowas. Auf der anderen Seite kann man immer sagen, Hauptsache man redet über meinen Film. Besser man redet schlecht über ihn, als man redet überhaupt nicht über ihn. Das ist auch am Theater mit der Kritik immer so. Naja, Hauptsache es wird wenigstens überhaupt was geschrieben drüber. Und der Paul ist dann, auch so eine kleine Anekdote, nur der aber sehr hübsch ist, der ist zur Verleihung der Goldenen Himbeere hingegangen. Hat es noch nie gegeben, dass einer der Preisträger dahin geht. Und da ist er hingegangen und dort auf die Bühne gegangen und hat dann eine kleine Rede gehalten. Und hat dann gesagt, ja, das ist sehr hübsch. Wissen Sie, ich komme ja nur aus Holland und so und das ist ja da alles irgendwie ganz anders. Und die Kritik hat mich da eigentlich ziemlich fertig gemacht, weil zu viel Sex und zu viel Blut und zu viel Violence und all sowas. Und jetzt bin ich hier und jetzt kriege ich die goldene Himbeere, weil da wieder zu viel Blut und zu viel Sex drin ist. Jetzt bin ich hier zu Hause. So, das war so das Statement, was abgeliefert hat. Gegenüber auch um die ganze Welt war wunderbar. Wie man auch mit sowas umgehen kann. Also wie man auch eben umgehen kann, ganz positiv, auch mit sehr schlechten Kritiken. Nicht? Und für mich sagt sie auch, Mensch, Jos, die kannst du so einen Film machen und sowas. Dann ich sage, ja, aber gucken dir mal an. Ich finde, der ist toll, der ist spannend und der sieht toll aus. Und meine Arbeit, ich bin nicht dafür verantwortlich, wer bekleidet und wer unbekleidet ist, aber meine Arbeit finde ich ganz toll, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist so viel dazu. Und dann ist eben der große Unterschied, wie gesagt, man fragt ja dann ganz schnell, ja, Wolfgang Petersen ist ja dann nun auch drüben gewesen und ist ja nun auch ein ganz berühmter Regisseur geworden, sehr schnell. Hast du denn mit dem nochmal gearbeitet? Nee, habe ich nicht. Und das sind einfach so die unterschiedlichen Mentalitäten. Also Wolfgang Petersen war immer irgendwie, jetzt bin ich in Hollywood, jetzt stehen mir die ganzen großen Hollywood-Leute zur Verfügung, jetzt kann ich mich hier unter den tollen Kameraleuten bedienen, der oder der oder der. Also was fand er ganz toll. Brauche ich ja die Alten nicht unbedingt, sondern, ne, ja. Und Paul hat irgendwann, sein Regisseur sagt, ich brauche ein Team um mich herum, mit dem ich mich wohlfühle und mit dem ich mich sicher fühle und wo ich weiß, wie alles läuft und wo ich weiß, ich gehe hier auch kein Risiko ein. Also das, ja, das ganz positiv gesehen, hat gesagt, Mensch toll, mit dem Jost habe ich schon in Holland so gut zusammengearbeitet, warum denn jetzt nicht hier auch? Ja. Ne, so. Okay. Und würdest du sagen, waren jetzt die Non-Union-Filme teilweise vielleicht spannender sogar? Nein, das kann man gar nicht sagen. Also
die Non-Union-Filme sind halt ein bisschen anstrengender, weil es wenig, weil natürlich auch vom Budget her, das sind eben Filme mit wenig Geld. Das ist auch eine Frage, übrigens, ob ein Film Union oder Non-Union ist. Wenn das Budget eine gewisse Höhe überschreitet, wenn er groß und teuer wird, dann muss er auch Union sein. Und wenn es ein Billigfilm ist oder irgendwie billig ist, kann man ja nach unten beliebig abgrenzen oder nicht abgrenzen, dann interessiert es die Gewerkschaften auch nicht so sehr, denn die wollen natürlich die Jobs für ihre Mitglieder haben, möglichst bei den guten und hochbezahlten, höher bezahlten Filmprojekten als bei jetzt Low Budget. Und überhaupt dann Hollywood-Spielfilme zu machen, das war ja ein Quantensprung auch wahrscheinlich von deinem Verdienst. Hat sich dann auf einmal dein Leben auch stark verändert? Naja, also vom Verdienst, ja, man kann sagen, so in etwa verdient man dann also vielleicht das 2- bis 3-fache von dem, was man hier in Deutschland für einen entsprechenden Film verdienen würde. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen schwierig. Also ich habe mich zum Beispiel nicht in Amerika niedergelassen. Also viele, ob das jetzt Petersen ist oder Emmerich oder ich weiß nicht was, die haben ja dann relativ schnell sagen, okay, ich habe jetzt mein Haus in Beverly Hills irgendwo und lassen sich da richtig nieder. Und bei mir war es eigentlich immer so, ich fühlte mich eigentlich ein bisschen schon zu alt. Also ich war ja nun in dieser Zeit, ging ich dann schon auf die 60 zu. Ein bisschen zu alt zu sagen, jetzt mache ich nochmal so einen Sprung und jetzt siedle ich mein ganzes Leben nochmal in einem anderen Kontinent an. Also ich bin immer, ich habe immer halt immer einen Film gemacht. Das waren immer so um ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr herum mit sehr intensiver Vorbereitung und allem drum und dran. Also waren wir mal eingebunden für ein halbes bis dreiviertel Jahr. Und dann kommt irgendwann ein neues Projekt. Das fängt ja noch nicht gleich am nächsten Tag wieder an, sondern da ist immer eine Zeit dazwischen zwangsläufig. Entweder überlappt sich, da kann man es nicht machen, oder es ist halt ein Zwischenraum da. Und dann bin ich aber eigentlich immer froh gewesen, wieder nach Deutschland oder nach Europa zurückzukommen. Und habe eigentlich hier so meine Wurzeln und meine Basis hier behalten und bin immer nur, auch wenn ich jetzt 15 Jahre lang oder 17 Jahre lang durchschnittlich zwei Drittel des Jahres drüben gewesen bin, war das aber immer auf der Arbeitsbasis und nicht auf der Lebensbasis irgendwie. Also das war so, ja, fand ich für mich eigentlich sehr gut. Und jetzt, und wenn ich jetzt nochmal so zu so einem Ende komme, dann muss man auch sagen, dass man in Amerika noch mehr natürlich sehr schnell in eine Schublade gesteckt wird. Also der Joost, was macht der denn so? Ja, das Boot und die unendliche Geschichte, das waren so zwei Filme, mit denen ich auch in Amerika bekannt war. Das Boot, ja, das ist also Action und dann ist es Effects. War ja damals alles auch noch so in der Kamera. Es war ja keine Post-Production, in dem Sinne gab es ja gar nicht. Ne? Action, Effects und unendliche Geschichte, Fantasy so ein bisschen. Das waren so die drei Schubladen. Ja, das kann er so irgendwie. Und nachdem ich dann auch mit Paul Verhoeven dann natürlich im Action-Bereich oder Fantasy, wenn du so willst, Las Vegas, erstmal weg. Total Recall und Starship Troopers und Hollow Man, das sind also alles sehr effektlastige Effektsfilme auch gewesen. Das sind natürlich, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Boot oder der Katharina Blum oder die Deutschstunde von Lenz oder viele Filme, die ich früher hier gemacht habe, auch in meiner Fernsehzeit, um dann den Boden nochmal wieder zu schließen, sind vielfach die besseren Stoffe gewesen, die besseren Drehbücher gewesen, die besseren Geschichten gewesen. In Amerika sind es eben, da ist es was anderes. Also einmal, das ging dem Paul Verhoeven so wie mir. Das halt, ja, der macht Effekte und wir waren sozusagen ein Team zusammen und haben dann im Grunde immer, man kann auch sagen, es sind ein bisschen Popcorn-Filme gewesen. Nicht? Also, also das waren keine ernstzunehmenden Geschichten, sondern das waren alles auch Filme, wo man auch eben zeigen musste und zeigen konnte, wie gut man mit Effekten und mit unwahrscheinlichen Dingen umgehen kann. Und bei den Effekten ist ja noch was anderes. Früher, als es mal in der Stummfilmzeit einer auf die Idee kam,
ich belichte die rechte Hälfte mit einem Schauspieler und der spricht mit dem gleichen Schauspieler auf der linken Hälfte, das drehe ich anschließend, habe ich einen Kaschler vor der Kamera. Ne, so, und dann hat man plötzlich eine Doppelgängeraufnahme. Das war damals also eine Sensation. Die Leute sagten mir, das ist doch der gleiche, der, das ist doch der gleiche. Wie geht denn das überhaupt? Wie kann denn das gehen? Kann doch gar nicht sein. Der hat doch keine, ist doch kein Zwilling oder irgendwie was. Ja, das war eine Sensation, das war eine Magie, die sich da so. Heutzutage ist das mit der Magie natürlich was anderes, nicht? Also wenn man sich die ganzen Filme jetzt anguckt, da geht es immer nur noch darum, irgendetwas auf der technischen Ebene zu erfinden, was noch schwieriger und noch komplizierter und vielleicht auch noch überraschender ist als bisher. Und vor allen Dingen, man muss immer etwas erfinden, was vorher noch keiner gemacht hat. Also beispielsweise bei Hollow Man, der ist so entstanden, dass die Drehbuchautoren, oder der Drehbuch, das waren zwei, die Drehbuchautoren, lange bevor sie dieses Drehbuch eigentlich geschrieben hatten, haben die sich mit verschiedenen Trickstudios, Effektstudios zusammengesetzt und haben gesagt, ich schreibe jetzt hier ein Film, die und die Geschichte wird vielleicht in 2 Jahren gedreht, kommt in 3 Jahren raus oder in 3 Jahren erst oder so. Was meint ihr denn, was könnte man möglich, was wäre, was heutzutage nicht geht, was könnte vielleicht in 3 Jahren möglich sein? Ja, es könnte vielleicht sein, dass man sowas entwickelt oder irgendwie. Und daraufhin ist das Drehbuch geschrieben worden mit lauter Möglichkeiten zu einer Zeit, wo sie nicht möglich waren. Und die wir dann sozusagen, dass also dann mehrere eben hintereinander, ist der gleiche, der vorne im Bild ist, hinten plötzlich auch nochmal wieder durchgeht, ich weiß nicht was. Also ein bisschen auch, wo man sagen muss, da werden halt auch Filme ein bisschen für die Fachleute gemacht, wo sagen, oh, das ist, haben wir ja noch nie gesehen, das geht doch gar nicht. So, ach, wie haben die das denn gemacht? Das kann man aber nur einmal machen. Beim zweiten Mal, wenn man das wiederholt, sagt, ja, ja, kenne ich, haben wir alle schon gesehen. Und dann kommt es auch noch beim Publikum dann noch dazu, dass die Magie von Filmtricks verloren geht. Weil was immer auf der Leinwand passiert, und mag es noch so unwahrscheinlich und unglaublich sein, der Zuschauer heutzutage sagt, ja, ja, Computer, damit kann man alles machen, ja, ja, so. Die Magie ist nicht mehr da, die Magie ist weg. Und das war auch ein bisschen bei mir so, dass ich sagte, naja, diese Filme, die ich jetzt mit dem Paul Verhoeven so hauptsächlich gemacht habe, die großen Filme, kommt ja noch dazu, das waren alles Filme, die so mit einem Budget von 100 bis 120 Millionen Dollar, das ist auch eine schwierige Geschichte natürlich. Also wenn es dann um so viel Geld geht, da hast du natürlich auch als Kameramensch, also als Director of Photography, hast du natürlich auch eine riesige Verantwortung dann. Nicht? Denn sozusagen die 120 Millionen, kann man sagen, die müssen alle bei mir durchs Objektiv durch und dann muss alles richtig sein. Und alles. Also das verlagert sich sehr. Also die schöneren Filme habe ich, die interessanteren vielleicht auch und auch die befriedigenderen, ja, vom künstlerischen her, habe ich wohl auch in Deutschland gemacht. Die befriedigenderen von der Gage her und dass ich heute einen Lebensstandard habe, der mich sorgenfrei noch die letzten, wie viel habe ich noch, 17 Jahre, bis ich 100 bin oder irgend sowas. Also ist auch was Schönes, natürlich. Nicht? Also sagen wir mal, dass ein Beruf nicht nur etwas mit der Berufung zu tun hat, sondern dass es auch noch was mit der Lebenswirklichkeit und auch den schönen Dingen des Lebens, also auch der Sorgenfreiheit eines Lebens, ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Und das ist immer so ein bisschen ein Spagat. Gehe ich denn lieber die eine Richtung oder gehe ich lieber die andere Richtung? Also das ist immer so. Paul Verhoeven geht natürlich eine andere Richtung als Jim Jarmusch oder beispielsweise, nicht? Oder auch in meiner Abteilung, Robbie Müller, nicht? Der hat sich also natürlich für die großen, teuren Sachen gar nicht interessiert. Der hat mehr die kleinen, intensiven, intensen, ja, aber so ist es unterschiedlich. So geht jeder seinen Weg. Und mein Weg, muss ich sagen, ich habe also sozusagen in beiden Richtungen das also sehr ausgekostet, meinen Beruf. Und als ich dann irgendwann sagte, als dann die 7 vorm Komma stand, und ich sagte so, jetzt reicht es eigentlich, denn ich muss mal noch dazu sagen, es ist auch in Hollywood, auch wenn es 120 Millionen Dollar sind, heißt das nicht, dass das Drehen vielleicht gemütlicher wäre. Die Arbeitszeit täglich ist trotzdem 14 bis 16 Stunden. Und mit Vorbereitungen geht es dann halt auch natürlich übers Wochenende. Das sind dann, du arbeitest dann praktisch 15, 16 Stunden durchgehend jeden Tag für ein Dreivierteljahr. Und wenn man älter wird, merkt man natürlich auch, dass einem das nicht nur die Reserven angreift,
sondern in meinem Fall muss ich auch sagen, ich habe dann gemerkt oder mir die Frage gestellt, also du machst ja einen tollen Film nach dem anderen, alles wunderbar, dir geht es sehr gut, aber was hast du eigentlich von deinem Leben so gehabt, außer den Filmen machen? Das gibt ja noch ein Leben neben dem Filmen machen auch, muss man sich dann auch mal eingestehen. Und da kommt vieles einfach zu kurz. Und bei mir war es dann oft so, dass ich mir abends noch überlegt habe, ich habe eigentlich den ganzen Tag nichts richtig gegessen. Ich würde jetzt heute Abend noch schnell was essen. Oder aber ich lasse es bleiben und schlafe dafür nicht 5 Stunden, sondern 6 Stunden oder 7 Stunden. So, also da habe ich mir auch gedacht, das kann eigentlich nicht der Sinn eines erfolgreichen Lebens sein, wie ich das ja so führte. Also ich sage, ich muss aufwägen, nochmal was zu essen oder eine Stunde länger zu schlafen. Weil also das war eigentlich der Grund, weswegen ich dann auch gesagt hatte, okay, ich habe jetzt irgendwie alles in diesem Beruf erreicht, was ich gewollt habe und was ich gemacht habe. Und irgendwie, und das, ich glaube, ist es jetzt die Zeit, jetzt einfach das mal aufzuhören. Ich bin jetzt ganz oben auf der Leiter. Ich will auch nicht die Leiter langsam wieder runtersteigen, wenn man sagt, ach, der ist so alt und zitterig, der kann das ja alles nicht mehr. Ne? Sondern ich will einfach da oben, jetzt höre ich dann lieber auf und sage, jetzt habe ich noch ein Leben vor mir. Das sind auch nochmal, ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich 100 werde. Also das sind vielleicht nochmal 30 Jahre, wo ich das auch nachholen kann, was ich in einem Berufsleben so an eigentlichem Leben. Und man kommt natürlich immer mehr wieder auf den Punkt und sagt, naja, der Beruf und ist alles wunderbar, aber das ganze Leben ist es halt auch nicht. Und das ist so ein Grund, weswegen ich dann gesagt habe, ich höre dann einfach auf. Und ich habe dann sozusagen wirklich die Reißleine gezogen. Das war mit Paul Verhoeven ein bisschen schwierig, weil der dann auch etwas, ungehalten eigentlich auch war, dass ich dann auf einmal sagte, ja, ich arbeite. Ich habe es ihm vorher angekündigt, vor Hollow Man schon, und habe gesagt, du, ich höre jetzt einfach auf, das ist meine Situation, das ist die und die. Und dann kam er und sagte, Mensch, Jost, du Hollow Man, und da ist so vertrackt, schwierig, technisch alles und sowas. Mach doch diesen Film. Und ich sagte, naja, in Gottes Namen, diesen einen Film noch. Und dann, aber danach habe ich dann auch aufgehört und bin auch, damit war auch eigentlich das amerikanische Kapitel oder das Hollywood-Kapitel für mich auch abgeschlossen. Denn ich wollte dem auch nicht ewig irgendwie nachtrauern, sondern sagen, okay, das war eine tolle Lebensphase, die ich da gehabt habe. 40 oder 45 Jahre lang Filme machen, das war ganz toll, ganz erfolgreich, alles wunderbar. So, aber jetzt tauche ich nochmal ein bisschen in mein eigenes Leben, in mich selber wieder rein. Das ist eigentlich auch sehr wichtig und es ist sehr schön. Und ich muss sagen, ich habe diesen Entschluss auch nie bereut. Uff. Schön. Ich würde trotzdem noch einmal ganz gerne auf das Thema Mut, darüber hatten wir schon Thema mal anders Mut gesprochen. Ja. Also das Thema Mut, guck mal, da kann ich ein schönes was erzählen. Also Mut ist immer etwas, Mut braucht man, wenn man also irgendwelche eingefahrenen Gleise verlassen will. Mhm. Das ist immer der Mut. Also beim Boot habe ich lange darüber erzählt, wie ich dann mit wie viel Mut und wie viel Risiko ich dann meine Sichtweise letztlich durchsetzen konnte. Ein anderes Beispiel mit Mut. So, mein allererster Film war in Hollywood mit 52 Pickup mit John Frankenheimer. War ein bisschen schwierig, der wollte mich unbedingt haben, aber das hat mit dem Visum, mit dem Arbeitsvisum nicht funktioniert, weil da die Gewerkschaften quergeschossen haben. Die haben immer gesagt, naja, so mit dem Oscar und allem drum und dran, ist ja toll, ist ein toller Mann sicherlich, aber von der Kategorie oder der Qualität haben wir noch 25 andere, die gerade frei sind. Wir sehen gar nicht ein, weswegen der jetzt eine Arbeitsgenehmigung braucht. So. Und es war eben sehr schwierig und es hat erst nicht funktioniert. Und der Film geriet immer mehr in die Vorbereitungsphase hinein und hinein und hinein. Und schließlich hieß es also, wir kriegen dein Visum nicht. Wir können nicht, es tut uns wahnsinnig leid. Wir haben jetzt einen jungen Kollegen jetzt hier, wir müssen jetzt anfangen, mit dir geht es leider nicht. Und dem haben wir auch gesagt, du, also wenn wir den Jungs doch noch kriegen, dann hast du Pech gehabt und du hast auch die Chance, das war noch ein jüngerer Kameramann, ihr hast auch die Chance, jetzt hier irgendwie so einzusteigen. Dann fingen die an zu drehen und es war aber noch so, dass Frankenheimer hat nicht nachgegeben und gesagt, nein, und das muss und ich sehe das gar nicht ein und sowas. Und dann haben sie die Anwälte gewechselt, es geht ja alles über Anwälte mit den Genehmigungen, die das organisieren und sowas. Und dann haben sie halt nicht in Los Angeles, sondern in San Diego haben sie sich dann noch einen Anwalt gehabt. Und die Einwanderungsbehörde in San Diego, die geht halt nicht mit Oscar-Leuten um, sondern die geht mit Erntehilfsarbeiten um oder sowas. Ne? Und da kriegte ich dann die Arbeitsgenehmigung und da hieß es, jo, ist wunderbar, wir haben schon 3 Tage oder 4 Tage gedreht, tut mir leid um deinen jungen Kollegen hier, aber setz dich sofort in den Flieger und komm her. So,
Also sofort in den Flieger gesetzt, komm her, bin da, abends irgendwie angekommen, Limousine abgeholt, Hotel, alles wunderbar und so. Morgen früh am Set kommst du, also wir holen dich dann morgen früh ab. Und am Set, wir haben schon alles vorbereitet. Es ist schon alles, wir wissen ja schon genau, was wir dann drehen und so, ist schon alles vorbereitet. Wunderbar. Dann kam ich also dahin ans Set, war schon alles vorbereitet. War eine Szene, das war also 52 Pickup, war so eine Krimi-Geschichte, irgendwas. Zumindestens mit Anne Margaret und, ja warte mal, wer war Ellen, ich habe mal wieder den Namen wieder vergessen. Na ist auch egal, das ist ja der berühmte Hauptdarsteller. So, also die Szene ist die, der ist in seinem Haus, in der Garage, kommt da mit seinem Auto raus, das ist dieser Jaguar, dieser E-Type, dieser super Flunder, die es damals noch so gab, ne? Kommt er raus und oben ist Anne Margaret, die ihm noch nachwinkt. So, wunderbar. Und was haben sie alle gemacht? Ja, wir haben schon alles aufgebaut. Da war der Titan Crane, das war also der größte Kran, den es da überhaupt gibt. Ein riesen, riesen Monstrum. War schon alles aufgebaut. Und dann soll man also unten das Auto so und dann soll die Kamera hochfahren zu Anne Margaret in dem Fenster, wie sie ihm nachguckt. War schon alles vorbereitet und sowas. Ne? Ja. Und ich kam da also nun gerade hin und mein Agent hat mich noch gewarnt. Hat gesagt, du pass auf. John Frankenheimer ist ein sehr, sehr, sehr schwieriger Regisseur und ist ein sehr bestimmender Regisseur. Du musst sehr vorsichtig sein mit ihm und das ist bestimmt nicht einfach. Und, aber irgendwie, ich hatte da auch den Mut, und dachte, ja, der wollte ja auch wegen das Boot, wollte er mich ja auch irgendwie haben. So, naja. Also wunderbar, so stand ich da, der Riesenkran, und alle standen da schon, irgendwie war auch kein großes Licht zu machen, es war ja irgendwann am Tag alles sehr schön. Und so, es hieß auch so, wir können nicht gleich anfangen. Und ich habe mir das angeguckt. Und dann hat mich, also dann wusste ich, Jungs, sehr vorsichtig, also dann wurde er vorgewarnt, ne? Mit dem Regisseur. Und dann trotzdem habe ich noch gesagt, John, it's wonderful, everything is so nicely prepared here. May I tell you, I have another possibility, may I tell you about that? Ja, okay, und das Team erstarrte schon, alles erstarrte, und sie sagten, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Und ich sagte, was habe ich gesagt, darf ich sagen? Ich habe nur gesagt, weißt du, das ist eine Geschichte jetzt, der fährt raus, fährt zu seinem Büro und die Frau guckt ihm nach. Und es ist ganz normal, wir haben einen ganz normalen Tag. Keiner weiß ja jetzt noch, dass er auf der Fahrt zu seinem Büro gekidnappt wird. Weiß ja noch gar keiner. Also es ist eine ganz beiläufige Situation. Die haben gefrühstückt, das hatte der Kollege noch gedreht in den Tagen davor. Der kommt jetzt raus und fährt ins Büro. Ja, und sie guckt ihm nach. Und dann habe ich gesagt, sag mal, ich habe das Gefühl, wenn jetzt der Kran da so hochfährt, das ist so eine gewaltige Bewegung und das gibt dieser Szene so eine Bedeutung, die es doch eigentlich gar nicht haben. Das hat doch gar keine Bedeutung. Man weiß ja noch nicht, was hinterher dann doch passiert, was da passiert, dass er gekidnappt wird. Guckte mich so an, das Team war irgendwie völlig erstarrt. Und um Gottes Willen, kommt gleich wieder ein neuer Kameramann. Also das ist eine eingerichtete Szene, ein Kameramann, dem Regisseur sagt, ich hätte da aber eine andere Idee, vielleicht sogar eine bessere. Das war eigentlich unvorstellbar. Und das ist die Sache mit dem Mut. Und daraufhin guckte der mich so an und sagte, ja, okay, fing an zu schreien. Der Kram muss hier weg, ganz shit, brain off here, I don't want to see it anymore. Get it off. Ja, und ich machte dann, habe ich natürlich gesagt, hatte ich gesagt, ja, wie willst du es denn machen? Ich sagte, ja, ich würde mich unten hinstellen mit einem Babystativkamera ganz tief. Und dann kommt dieses Auto so aus der, das ist ein wunderschönes Auto, ne? Dieser alte Jaguar, kommt da also rausgefahren, sehr fotogene Position, sehr schick. Man sieht ihn da sitzen und während das Auto durchwischt, habe ich ja einen Zoom drin, mache ich mit dem Zoom ein bisschen und dann bin ich ganz nebenbei auf dem Fenster und sie winkt ihm nach. Aber nicht so eine Kranfahrt, so eine wilde. Dachte ja, okay, get the train off. So, von dem Moment an habe ich bei keinem meiner Filme je so viele Freiheiten gehabt wie bei John Frankenheimer. Von diesem einen Moment an. Wo ich es gewagt habe, nein, das war auch nicht, das war ja alles vorbereitet. Er hat gesagt, ich will das so haben. Baut mir den Kran auf, dass wir morgen früh gleich anfangen können.
Der Kran fährt dann da hoch. So, ne? Und jetzt kommt einer und sagt, ich finde es aber irgendwie nicht so gut. Der Witz ist natürlich, man sollte, das kann ich nur sagen, so ein Rezept, also als Kameramensch, man darf nie sagen, das ist zu kompliziert. Und man darf nie sagen, oh, auf diese Seite komme ich aber mit dem Licht jetzt schlecht hin. Man darf nie sagen, irgendwas Technisches. Man muss immer, wenn man irgendwas kritisiert oder was ändert oder was macht oder was nicht macht, das Wichtigste ist immer, es muss eigentlich von der Dramaturgie her begründet sein. Also, ne? Nicht, dass ich sage, der Kran, ich hätte mich ja nur draufsetzen brauchen mit dem Kran, wäre wunderbar gewesen. Aber in dem Moment, wo ich das gemacht hätte, wären sie alle davon ausgegangen, dann die nächste Einstellung bestimmt John Miller sagt, ich habe die Kamera hier oder das Objektiv und so irgendwie. Nee, also dadurch, dass ich bei der allerersten Einstellung widersprochen habe oder aber auch eine bessere Idee hatte oder auch eine begründetere Idee, das ist das Wichtige. Die Idee muss nicht unbedingt gut sein, aber sie muss begründet sein. Damit hatte ich einen Freifahrschein, wie ich ihn noch nie vorher und hinterher gehabt habe. Ich konnte machen, was ich wollte. John Frankenheimer hat gesagt, so, jetzt wird probiert. Dann hat er eine Szene, schön mit den Schauspielern alles probiert. Ich war immer an seiner Seite, habe mir schon überlegt, guck mal so, schau mal hier, so, irgendwie alle merken, wie es irgendwie war. Und dann sagte er, okay, machen wir eine Probe für den Darsteller, okay, yours, it's your turn now. Hat nicht gesagt, irgendwas, wo die Kamera oder so, nee, das ist your turn now. Das stellen wir das so und so vor. Da müssen wir es auch ein bisschen ändern. Da müssen die Schauspieler aber doch, müssen wir den Tisch ein bisschen rüberrücken und so. Ja, machen wir das, kein Problem. So, also das war plötzlich, war wie ein Eis gebrochen. Mhm. Obwohl er dafür berühmt war, dass so etwas unter seiner Ägide nie passieren würde. Undenkbar wäre. Die Sache mit dem Mut. Also das ist so, der Mut, das war das Boot. Das war meine große Zukunftshoffnung. Das war mein Karrieremoment, diesen Film zu machen. Ihn dann aber nicht so machen zu wollen, wie man es von mir erwartet hat. Mhm. Und dann möglicherweise auch gesagt hätte, nee, also wenn der Jost da so drauf besteht, wir glauben da nicht so dran, Hollywood ist uns wichtiger, wir nehmen jemand anderen. Ich habe damit auch natürlich diesen Film für mich, der ja wirklich ein Karrierestein war, ein Monstrum, wie auch immer, habe ich auch natürlich riskiert damit. Ja, das Wichtige ist das Inhaltliche. Und das Wichtige war auch genau wie dann eben bei Frankenheimer diese allererste Einstellung. Ja, Mut. Wichtig. Mut, etwas anders zu machen, die ausgetretenen Pfade zu verlassen, auch mal die eigene Routine zu verlassen, auch mal etwas mal zu probieren, wo man eigentlich das Gefühl hat, es geht eigentlich nicht mehr. Sehr oft ist mir das passiert. Auf Film war das natürlich schwieriger als jetzt im Digitalen. Man sagt natürlich, man dreht außen, Tag, Sonne, Zeit wird knapp. Oje, wir haben noch dies und das und jenes. Jetzt wird es aber, ich gucke verzweifelt auf mein Belichtungsmesser, die Nadel schlägt überhaupt nicht mehr aus. Damals war das noch so eine Nadel, die da gewesen gemacht hat. Ne? Ja, sagt, es geht's eigentlich nicht mehr. Ach Mensch, aber wir haben doch, können wir nicht doch noch irgendwie und so. Ne? Und dann, ja, und dann kommt dann so ein Moment, wo man sagt, also es kann eigentlich gar nicht mehr funktionieren, es ist nichts mehr drauf auf dem Film, aber wir können es ja, wenn ihr wollt, aber ihr müsst mir bitte versprechen, ich habe hinterher die Entscheidung, ob das dann doch noch vielleicht geht oder ob es nochmal gedreht werden muss. Ja, aber jetzt lass es uns einfach mal drehen. Mhm. Das sind oft, muss ich sagen, oft die interessantesten Momente gewesen, wo ich etwas gedreht habe, wo man eigentlich sagt, das kann gar nicht mehr gehen. Das darfst du auch so nicht machen. Jetzt ist Schluss. Du bist hier der Kameramann und du hast ja die Entscheidung gesagt, Freunde, die Sonne ist weg, jetzt ist Drehschluss. So, nee, aber mach trotzdem noch was und auf einmal sieht das richtig spannend aus. Das sind solche Dinge. So Ratschlag auch immer. Mhm. Der fußt ein bisschen da drauf. Ich habe mal irgendwann gesagt, der Belichtungsmesser ist der Tod des Künstlers. Belichtungsmesser sagt dir immer, wie du es machen sollst, so wie es angeblich richtig ist, wie es alle machen, wie man es immer macht, wie es schön in der Mitte der Kurve liegt, wie Kodak damit zufrieden ist und das Labor zufrieden ist und alles. Aber die Kunst fängt oft erst an, wenn man diesen Pfad, diesen Bereich verlässt. Belichtungsmesser ist der Tod des Künstlers, manchmal. Jo, wenn er nicht bereit ist, ihn auch mal wieder einfach einzustecken, sage ich, riskiere es einfach mal. Ja, da habe
habe ich jetzt gar nichts mehr hinzuzufügen. Ja, das war ein wunderschönes Interview. Mhm. Vielen Dank. Ich glaube, da ist jetzt auch alles irgendwie drin, was man da so sagen kann. Nee, das ist wirklich sehr inspirierend. Mhm. Man muss einfach weitergehen oder auch mal was riskieren. Ja, genau. Und dann wird das schon, wie man sieht. Du kannst mir ja mal irgendwann wahrscheinlich mal eine DVD davon machen oder irgend sowas. Die bekommst du. Nur privat hierzu. Ja. Ja. Gerne, super gerne. Hammer. Okay. So, das ist auch jetzt genau der Moment. Jetzt haben wir von der halben Stunde sind wir jetzt auf anderthalb Stunden geraten. Wunderbar, das war's. Alles drauf.